Hallo, liebe Fußballfreaks, und ganz herzlich willkommen zum nächsten Match Reaction Livestream. Scheiße, ich hatte vorhin eine Melodie im Kopf und die ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und dann habe ich die ganze Zeit irgendwas draufgesungen. Dann habe ich gedacht, ja, das singst du am Anfang. Und dann habe ich auf einmal angefangen, Old MacDonald im Kopf zu haben. Und jetzt habe ich die zwei durcheinander gemacht. Meinem Video würde ich ja jetzt einen Schnitt setzen und einfach nochmal anfangen. Ich kann uns kurz muten und dann. Ja, ich weiß die Melodie nicht mehr. Wie war denn der Text dazu? Ja, hallo liebe Fußballfreaks und herzlich willkommen zum nächsten Match Reaction Livestream. Hatte deine Melodie einen Text? Schatz, keine Ahnung. Ich weiß doch nicht mal mehr die Melodie, sonst hätte ich sie ja jetzt singen können. Und das Blöde ist, dass Bella mir gerade vorgelesen hat, wer schon alles da ist. Also ich habe mich vor einige Leuten zum Löffel gemacht. Aber das ist nicht schlimm, anders kennt ihr mich gar nicht. Herzlich willkommen, ihr wundervollen Menschen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder alle mit am Start seid. Heute also beim Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV. Ja, Tabellen 15. Eigentlich 16. Oder eigentlich 17. Seien wir realistisch, okay? Tabellen 17. gegen Tabellen 4. Beziehungsweise, nein, wir müssen ja von der Vorspieltagstabelle ausgehen, 16. gegen 4. Schauen wir einfach mal, was es gibt. Ich glaube aber, dass der Sieg im DFB-Pokal-Halbfinale uns beflügelt hat und wir... Weiß nicht, ob das irgendjemand verstanden hat, aber wenn ihr auf der Straße lauft, habt wenigstens ein bisschen Rücksicht auf die hinter euch. Da wäre gerade jemandem fast ins Fahrrad reingelaufen. Lauft am besten gar nicht auf der Straße. So, oh, gut, Moral für heute abgehakt. Gut, dann schau du mal in den Chat, Schatz. Ich brauch was zu trinken. Alles klar. Ich auch, nur die Saskia-Quelle. Richtig hat Marcel geschrieben. Marcel, servus, dass du da bist. Und deswegen... Grüße natürlich an TomTom und natürlich an den lieben Sven. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Übrigens, ich habe dank der lieben Nina mein Zippo wieder. Ich habe keinen Feuerstein mehr gehabt und die hat mir einen gebracht. Da habe ich mich sehr gefreut. Darum benutze ich heute einen total niedlichen, sieht man den? Ja. Einen total niedlichen Flaschenöffner, den wir aus Irland gekauft haben. Den haben wir aus Irland-Urlaub mitgebracht. Er strahlt so schön. Ja, ich hoffe, das macht er dann aus. Ja. Heute Nachmittag, Abend auch noch. So, mir ist aufgefallen, wir haben ja neue MDM-Mitgliedslogos. Genau, also ab einem gewissen Punkt. Ja, glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob man es richtig erkennen kann, aber sie sind richtig cool. Lange dabei bleiben, dann kriegt ihr auch solche. Ja. Natürlich an dieser Stelle ganz vielen herzlichen Dank an die ganzen Kanalmitglieder, egal ob MDM, Army oder DDSC-Mitglieder. Das wissen wir natürlich enorm zu schätzen. Ja, zum Beispiel der Marco Kadabra 86 ist seit 37 Monaten mit dabei. Boah. Der hatte auch so ein schönes, geiles Logo. Sehr, sehr cool. Ja. Weil als wir das damals reingebastelt haben, hätten wir nie damit gedacht, dass wir Fans haben, die uns so treu zur Seite stehen. Hätte ich nicht gedacht. Das ist... einfach heftig. Ja, das schon. Gut, dann schauen wir mal, was da geschrieben wurde. Ich kann gar nicht mehr hochscrollen. Genau, Zenny Tail hat geschrieben, meine Hertha hat gestern, wenn auch sehr glücklich, gegen Paderborn gewonnen. Freue mich auf den restlichen Spieltag, mal schauen, was so kommt. Ja, ein Sieg für uns wäre natürlich für euch jetzt, glaube ich, ganz gut. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, liege ich da falsch. Euch Lautra, viel Glück, ein Sieg wäre top für Hertha. Lass mich doch mal ausreden. Entschuldigung, ich wusste nicht, ob da drauf eingegangen wird, ich wollte es nur erwähnen. Ich wollte ein bisschen klug scheißen. Ja, Alex Kloster hat geschrieben, hallo, ich glaube, Kaiserslautern gewinnt. Na... also wenn wir diese Ambition, die Kampfbereitschaft und so weiter an den Tag legen, wie am Dienstag natürlich, dann kann das schon wirklich was werden. Insbesondere, da unser Ragnar Ache ja jetzt endlich genesen ist. Ah, guck mal, Hamid Afram schreibt, Lautre gewinnt mit 2:0, Forza FCK. So? Ja. Alles klar, unterschreiben wir es so. Ja, fertig, genau. Machen wir Petitionen, Leute. Ja, genau. Wir schicken die dann ganz schnell an Hamburg. Hey, HSV-Spiel, sie wollen gerade anpfeifen. Kommt Friedhelm Funkel heroisch angesprochen. Nein! Aber wir können es auch so machen. Alex Kloster hat 0:3 gesagt. Also das wird... ist auch okay.
Ich habe die Couch verfehlt. Nein, du hast getroffen, aber es ist runtergefallen. Weil da so viel Zeug drauf liegt. Da liegt auch nicht viel Zeug drauf. Siehst du? Es liegt so wenig. Ich wollte gerade sagen, es liegt so wenig Zeug drauf, dass es liegen bleibt. Musst du da Edeltraut auf den Schoß schmeißen, da Platz liegen. Ja, da liegen so viele Schals, gell? Ja. Und ja, also es sieht hier immer so halb organisiert aus. Ihr habt keinen Plan, wie der restliche Raum hier aussieht. Das ist genauso wie diese Instagram- und TikToker-Muttis. Die machen dann genau da, wo sie filmen wollen oder Bilder machen wollen, Staubwischen, Putzen, Machen und Tun und im Hintergrund das ganze Kinderspielzeug. Ja. Aber das hier ist Matzes Zimmer. Der darf hier machen, was er will. Ich wische. Ah, kriege ich das schriftlich so oft, wie du hier Sachen wegräumst? Ja, ich kann ja wohl mal Flaschen in den Kühlschrank stellen oder wegräumen. Das ist durchputzen. Das ist mein eiserner Vorrat, wenn ich dann irgendwann mal auswandern will nach Aserbaidschan oder sowas. Okay, oder. Okay. Nein, was habe ich immer gesagt? Die armen Bauern in... Ann-Sophie! Ann-Sophie, wie hießen sie denn? Die Bauern von... Oh, ich weiß es nicht mehr. Usbekistan? Ich glaube, ja. Die Usbekistanesen, genau, ja, die usbekistanesischen Bauern. Ja, ich wollte einen usbekistanesischen Bauernaufstand anführen. Ich habe noch nicht mal richtig einen Plan, wo das Land liegt oder warum man da rebellieren sollte. Ich fand nur einfach die Wortkombination. Nein, aber wie gesagt, schön. Das hier ist Matze, mein Zimmer, der darf hier machen. Tun lasse, was er will, in meinem Atelier. Da gehe ich gar nicht rein, Alter. Das ist für mich so ein Tretminenfeld, Alter. Ich selbst fand aber auch überzeugt. Übrigens, weil ich hier gerade auf meinen Oberarm gucke, no placement oder sonst irgendwas, ne? Ja. Wenn euch diese Message hier gefällt, Love Lautern, Hate Racism. Ein Verein, eine Liebe. Ein Verein, eine auf Liebe. Auf der anderen Seite steht aber auch was. Ja, das ist ein Verein, eine Liebe. Nee. Mein Leben habe ich dir vermacht und hier ein Verein, eine Liebe. Und das ist ein ganz, ganz toller Online-Shop. Bestellt da auf jeden Fall. Sagt Grüße, wenn irgendwie möglich. Der macht nämlich wirklich qualitativ tipptopp Arbeit, super Motive, schaut vorbei. Bei uns gibt es natürlich auch sowas, ne? Da ist dann Love K-Town Hate Racism, wenn euch das besser gefällt. Hauptsache gemeinsam gegen Rassismus. Genau. So, weiter. Ja, Bahnteufel ist im Volkspark heute mit dabei. Oh, schön. Ja. Mein Neid ist dir gewiss. Ja, dann weißt du aber, welche Verpflichtung du damit eingegangen bist, ne? 0-2, ne? 100% Vollgas und mindestens oder sogar 0-3. 3 Tore, genau. Ja. Für uns 3 Punkte mitbringen. Ja. Du weißt, was ich sage. Hey Dream! Schreibt Grüße aus der sonnigen Schweiz. Auf geht's, 3 Punkte verlautern. Hi, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Ja. Schauen wir mal. Und Sven hat geschrieben, mit einem Sieg könnten wir auf Platz 12 vorrücken. Ja, es ist halt wirklich da alles ziemlich eng unten. Ich hoffe, ja, wir müssen jetzt halt einfach dran gehen, dran halten und arbeiten. Alter, ich bin zu dumm, eine Flasche zuzudrehen. Nein, das sind diese Dinger. Diese hier, die. Ja, die. Ich weiß, dann lass den Deckel doch einmal dran. Ja, nein, das ist scheiße beim Eingießen. Ich sehe halt nicht, ob ich den so weit gedreht habe, dass ich nicht die Hälfte in den Deckel gieße. Dann läuft hier alles rum, dann muss ich einen Lappen holen. Dann ist der Lappen feucht, dann ist der Boden klebrig. Dann verpasse ich das Spiel, die 6 Tore vom FCK verpasse ich. Und das nur, weil du sagst, lass den Deckel dran. Danke, Merkel. Alter, wenn wir 6-0 gewinnen. Gott sei Dank hast du danach weitergesprochen. Ja. Wenn wir 6-0 gewinnen und du siehst das Spiel nicht. Und das wäre jedes Mal so. Ja, dann muss ich halt leider kein Spiel mehr schauen. Ich wollte gerade sagen, ich würde dann. Das würde ich dann mit schwerem Herzen tun. Ja. Kannst dann immer nachträglich gucken. Ja. Genau. Wolfsspitzpapa schickt einen wunderschönen Gruß aus dem Urlaub in Österreich. Oh, Grüße nach Österreich. Ganz tolles Land. War ich auch schon ein paar Mal. Ja. Wo genau bist du da? Geht das an? Wenn du unten einen Stecker noch nicht angemacht, dann piepst du nicht erst. Ja, hast recht. Fabian Zimmermann hat geschrieben, Grüße aus Karlsberg. Dort ist die Typisierung für Joel, das der FCK auch auf Insta gepostet hat. Sehr, sehr gut. Lasst euch, unabhängig jetzt von Joel, versteht mich nicht falsch, das ist ganz, ganz wichtig, aber typisieren ist immer wichtig. Egal wo, wenn ihr die Möglichkeit habt, ey, das geht ganz, ganz schnell, tut nicht weh und ihr könnt damit Leben retten. Ich bin schon Ewigkeiten typisiert. Und leider habe ich das tatsächlich nicht mitbekommen, sonst hätte ich da eine Einblendung gemacht. Aber ich sage es hier nochmal laut und deutlich. Typisierung läuft. Lasst es.
ruhig machen. Ja. Genau. So viel Moral. Yeah. Power Metal Bird. Hi. Hi. Hey Bella, Matze and Chat. Greetings from Aalborg, Denmark. Auf geht's rot-weiß. Auf geht's rot-weiß. My brother, nice to hear from you. Matthias V. hat auch geschrieben, wunderbarer Tag heute, hoffentlich können wir ihn noch schöner machen. Ja, es ist wirklich ein wunderherrlicher Tag. Ich sehe es durch die Rillen von meinem Rollladen, denn ich hasse die Sonne. Da habe ich mich zum Beispiel mit Fadi drüber unterhalten, wegen einem Pavillon auf der Terrasse. Ah ja. Ja. Fadi war nämlich gestern. Er war er war eine fleißige Hummel. Ja. Biene ist er ja nicht, Junge. Die sich zwischendurch mal ausruhen musste. Aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber nochmal vielen lieben Dank an Fadi. Auch von mir. Ja. Dass er immer so hummelig ist. Papa hat immer Hummel im Hintergrund. Ja. Best Regie. Ja, genau. FS08210. Ist das ein O oder eine 0? Nee, ein O. FSO. 8210. Habt ihr schon das T-Shirt wegen dem Finaleinzug? Meins kommt heute. No joke, ich war mit dem lieben Marcel in der Kurve beim Public Viewing und er hat gesagt, er geht sich welche holen. Also er geht sich eins holen. Habe ich zu ihm gesagt, hey Bruder, bring mir bitte eins mit. Er kam zurück, ja scheiße, gibt keine mehr. Ja toll. Also bestellen. Dann waren die ausverkauft. Also wenn ich auf die Seite gegangen bin für die Herren-Shirts, Fehler. Scheiße, die ganze Zeit. Und jetzt habe ich das gestern nachholen wollen und dann stand da, wie stand da? Dieser Artikel ist zum Versand nicht verfügbar. Und dann habe ich die Desiree, eine ganz liebe und tolle Freundin, habe ich das in die Gruppe gefragt, ob jemand alt in Kaiserslautern ist. Und die Desiree, die war eben so lieb und hat gesagt, bei ihr steht das nicht. Und sie hat jetzt einfach dann zwei Stück für mich bestellt und lässt sie mir hierher schicken. So, Matzes Shirt will ich auch. Ein Verein, eine Liebe. So heißt auch, glaube ich, der Shop, oder? Ja, ein Verein, eine Liebe. Ron Flensburg, nur ein paar teuflische Grüße aus Hamburg. Hi, mein Lieber. Einen hoffentlich erfolgreichen Stream. Alles Liebe. Vielen lieben Dank. Und viel und wichtiger ist zurück. Dir einen erfolgreichen Spieltag. Ja. Oder uns, mit allen. Hamid Afran fragt, denkst du, dass Ache heute beim Comeback ein Tor macht? Ache ist unser bester Torschütze. Ich hoffe es. Sven hat gemeint, Matze beim 6:0 rennst du nackig durch Neustadt. Nein, das will niemand sehen, wie ich renne. Egal, ob ich angezogen bin oder nicht. Ich denke halt nur ans Bruderbattle. Schön. Die Nina hat gefragt, ob du tatsächlich typisiert bist, weil Christian durfte das nicht. Ich bin typisiert, ja. Also ich habe mich typisieren lassen damals. Ganz, ganz sicher. Ja gut, vielleicht... Keine Ahnung, also ich habe das damals mit erwähnt. Ah, nee, okay. Dann ist okay. Okay. Wenn ich das gesagt bekomme. Ich muss mich ja drauf verlassen, was die Menschen mir sagen. Genau, Marcel hat auch geschrieben, würde mich gern typisieren lassen, aber aus gesundheitlichen Gründen darf ich es leider nicht, sonst wäre ich sofort bereit. Aber... Also ich weiß, dass wegen meiner Borreliose ich kein Blut spenden darf, auch wenn ich das sehr gerne tun würde. Aber ob das dann... Ey, ich habe das damals gefragt. Ich habe die zwei Krankheiten, die chronischen, die ich habe, erwähnt. Und ja, nee, ist okay. Voilà. Philipp S. schreibt, hallo und liebe Grüße aus Karlsruhe. Freue mich schon auf das Topspiel heute Abend gegen St. Pauli und bin natürlich im Stadion. Das glaube ich dir und das wird auf jeden Fall eine sehr harte Nummer, weil Pauli will ja auf jeden Fall aufsteigen und die spielen ja aktuell auch wirklich gut. Aber unwahrscheinlich ist es natürlich nicht, insbesondere mir fällt immer wieder dieses 7-0 ein. Das muss ja so krass gewesen sein als Fan. Richtig nice. Hamburger Jung hat geschrieben, das kann heute sowas geben. Ich habe ein ganz komisches Bauchgefühl und das nach geilem Frühstück, das ist kein gutes Zeichen. Abwarten. Ja, ich hab's ja gesagt, da gibt's dieses Lied, das gibt's auf Insta. Ich hab geträumt von einer Welt, in der für immer Frühling ist. Und dann kommt so ein Instagrammer, der halt so über Fußball spricht. Du bist kein HSV-Fan, oder? Das ist so traurig. Also jetzt wirklich. Das Lachen ist jetzt auf den Gag bezogen, aber ich finde das ganz schlimm.
Das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt. Und ich meine es ehrlich. Aber es tut mir leid, wir brauchen die Punkte heute wirklich, wirklich dringend. Prost, Leute. Ein Stößchen auf 3 Punkte. Wie sieht's denn aus? Wie weit sind wir? Denn wir müssen uns noch ein bisschen Ja, bedanken. gleich sind wir unten. Wird der mit E oder mit A geschrieben? Wer? Der seinen Namen nicht richtig schreiben Was? kann. Rainer Erwong hat Grüße aus Kanada geschickt, nur der FCK. Er Grüße. schreibt sich aber mit E. Okay. Wird er nie mit Ach A so, geschrieben? wegen Rainer, ja. Und Bella voll die Hexerin heute schon. Nicht Stimmt. gegen dich, nicht gegen dich. An den Profi-Streamer, ehemaligen. Ich Wir stimmt sind gar Kritiker. nicht. Ich habe nur gelacht, weil ich das lustig finde, dass er seinen Namen nicht richtig schreiben Nein, er kann seinen Namen richtig schreiben. kann. Tom Stone Leach hat gemeint, Mats, ich wollte dir nur sagen, dass ich wieder einen gefühlten DIN A4-Kommentar bei deinem Oh. emotionalen Video dagelassen habe. Ich hoffe, dass dieser dir sehr viel Kraft und Stärke geben wird. Ja, das gut, wenn Möchte du jetzt auch nicht von negativen Themen sprechen. nee. Wenn du das jetzt gerade ansprichst, dann möchte ich das gerade aufgreifen und möchte mich wirklich von ganzem Herzen bei euch allen bedanken, die mir unter das Video vom, ich glaube, es war Donnerstag, ja, vom Donnerstag so viel Mut zugesprochen haben und so viel liebe Worte gesendet haben. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und das war ja auch das, wo ich im Video erwähnt habe, dass ich wundervolle Menschen in meinem Leben habe, um mich rum habe. Und dass ihr da natürlich auch als die Community dazu zählt und dann einen derartigen Rückhalt zu spüren und so viele aufbauende Worte zu lesen, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und ich habe es dann ja in einem Short gesagt, und da waren noch nicht mal im Ansatzweise der Großteil der Kommentare da. Und da beim Durchlesen hatte ich schon vor Freude das eine oder andere Tränchen im Auge, weil es mich so gerührt hat. Also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Das bedeutet mir echt sehr, sehr, sehr viel. Ihr seid richtig eine geile Community. Danke. Ehrlich. Ja, du auch. Du bist auch eine geile Community. Ich liebe dich, Ich Max. liebe dich. Irgendjemand hat was richtig Lustiges geschrieben. Er hat gesagt, ja, die breite Masse, die steht hinter dir. Und damit meine ich übrigens nicht dich als breite Masse. Das war clever. Da ich sehr lachen muss. Zenitail fragt die Tipps. Ja, sollen wir die gleich machen? Schauen wir mal kurz auf die Uhr, weil wir die ja immer so 20 Minuten voll machen. Ja, komm, dann können Es wir das. ist 12:22 Uhr. Ja, komm, dann hauen wir jetzt einfach mal die Tipps raus, wa? Die heutigen Spiele. Hey. Okay. Ja, gut. Hamburg gegen Lautern. Tippe ich uns ja nicht, ne? Ja. Aber ich hoffe einfach, okay? Okay. Nürnberg gegen Kiel. Das gewinnt Kiel mit. Die spielen in Nürnberg. Ja. Oh. 0 zu 2. Elversberg gegen Magdeburg. 1 zu 1. Dann heute Abend Karlsruhe gegen Pauli. Tut mir leid für die Karlsruher. Da tippe ich wirklich ein 1 zu 3. Ja. Oder 2 zu 3. Nee, 2 zu 3. 2 zu 3. Es wird knapp. Aber St. Pauli gewinnt. Dann heute Abend, morgen früh, Entschuldigung, Düsseldorf gegen Braunschweig. Das gewinnt Düsseldorf mit 4 zu 0. Und Hannover gegen Schalke. 0 zu 1 für Schalke. Boah. Ideal getippt ist es natürlich nicht für den FCK, aber mach mal weiter, dass wir uns dann auch bedanken Okay. können. Robert Magdeburg ist seit 17 Monaten MDM-Army-Mitglied. Vielen Dank für deine Treue. Ja. Ah, Daniel Backes hat geschrieben, hey, das Problem mit den T-Shirts hatte ich auch, mit dem Finale-T-Shirt. Man musste zuerst die Größe auswählen, danach konnte das bestellen. Bei mir war das die ganze Zeit gestanden. Ich habe nämlich genau das probiert. Ich saß da und habe gedacht, okay, vielleicht hängt es daran. Und habe dann XL, XXL, 3XL. Das ist nie weggegangen.
Ich habe keine Ahnung, warum. Und bevor ich dann bestelle, bezahle und dann gibt es einen Hickhack, keine Ahnung, ob ich jetzt dann wirklich zu doof war oder sowas. Aber ich habe ja geholfen bekommen, deswegen alles cool. Aber danke für den Hinweis. Wahrscheinlich ist es wieder, ne, der DAO, der dümmste anzunehmende User. Ah, die Nina hatte noch geschrieben wegen einem geilen Frühstück. Ah, sie hat auch oft nach einem geilen Frühstück ein komisches Gefühl im Bauch. Nennt sich überfressen. Ja, sehr gut. So, Philipp S. hat geschrieben, alle restlichen Heimspiele in Karlsruhe sind ausverkauft. Cool. Das freut mich natürlich sehr, dass wir dieses Jahr einen guten Zuschauerschnitt haben, ja. Auch dank des neuen Stadions. Ja. Das würde ich mir auch gerne machen. Das macht natürlich echt, ja. Und das macht natürlich einen Unterschied. Mit Verlaub. Das soll jetzt nicht doof klingen, Wildparkstadions alte, das hatte halt Tradition, aber es ist halt was anderes, ob du dann einfach 3 Stunden, 2 Stunden, wie auch immer, wirklich knall in der Sonne stehst. Und die Feuerwehr dich abkühlen. Ja, und die Feuerwehr, Grüße geht raus an die Feuerwehr in Karlsruhe, danke dafür. Siehste, die Feuerwehr hat jetzt keine Arbeit mehr in Karlsruhe, weil die neue Stadion haben, jetzt sind sie nach Saarbrücken gegangen. Ja, genau, und deswegen war der Rasen durch. Ja, genau. Ja, Grüße geht raus an den Postillon. Nee, also das war schon sehr, sehr cool, aber da verstehe ich das natürlich, insbesondere wenn man mit Kindern oder älteren Menschen, die vielleicht nicht gerade 3 Stunden problemlos bei 30 Grad in der Sonne stehen können. Und da trägt ein neues Stadion natürlich dazu bei. Und leider haben wir es bisher noch nicht von innen begutachten können. Aber die Bilder und so, wo ich gesehen habe, cool. Was? Was? Nein. Hallo Emmy, mein Schatz. Hallo. Schön, dass du auch mit zuschaust. Haben mich schon gefragt, als ich Nina gehört habe. Jetzt auch vielen Dank an Nina für die Aufstellung. Ja, danke schön. Also für die Aufstellung. Ja, ich habe mich bedankt für die Nachricht. Ja, das natürlich auch. So, ich mach mal hier gerade für das Bedanken. Boah, jetzt, also... Also wir können uns gerne zwischendurch mal bedanken, weil Robert Magdeburg hat uns nämlich 6 Euro gespendet. Vielen, vielen herzlichen Dank. Hallöchen, ihr beiden. Hallöchen zurück, mein Lieber. Ein Prost auf Hallo, dich. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Wissen wir echt sehr zu schätzen. Danke, danke, danke. Und wie Bella gerade sagte, dann nutzen wir ganz kurz die Zeit, um uns auch zu bedanken. Ja. Beim lieben Markus, der uns über PayPal hat 25 Euro zukommen lassen. Genau. Vielen, vielen, vielen Dank. Er hat geschrieben, einfach so für deine ganze Mühe, tut mir sehr leid mit deinem Augenlicht. Bleib tapfer und wenn du manchmal nicht kannst, hast du eine tolle Frau, Familie und Freunde. Liebe das Grüße, Markus. Und eine tolle Community. Also wirklich, Markus, vielen herzlichen Dank. Dann an den lieben Michael von ganzem Herzen vielen Dank. Der hat mir beim Public Viewing einfach mal einen kleinen Obolus in die Hand gedrückt. 10 Euro, habe ich mich sehr, 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 sehr drüber gefreut. Und das ist immer für mich so eine etwas surreale Situation, aber ich habe mich wirklich enorm gefreut. Dankeschön. Und, geht in die Fußballkasse. Genau. Und dann den Danke geht auch an den lieben Jonas, welcher uns 20 Euro über PayPal hat zukommen lassen. Da habe ich mich auch drüber gefreut, wirklich sehr. Geschrieben, hey ihr beiden, habt einen klasse YouTube-Kanal, war bislang nur stiller Zuschauer, aber weiß die Arbeit gerade durch die nicht einfachen Umstände von Mats nochmal sehr mehr zu schätzen und will hier einen kleinen Support da lassen. Macht weiter so. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist echt unglaublich lieb. Also ein Prost auf euch alle. Und einen anderen Markus haben wir auch noch. Und einen anderen Markus, ja, stimmt. Wir hatten noch einen Markus. Ich habe überlegt, ich habe doch eben schon Markus. Einmal Markus M und einmal Markus, der mir 5 Euro gegeben hat beim Public Viewing. Einfach geil. Dankeschön. Ja, ein Prost jetzt mal so auf euch alle. Genau. Vielen lieben Dank. Ihr seid einfach klasse. Dankeschön. Ja, das ist richtig cool. So, und weil die Nina gerade zuschaut, fällt mir gerade ein, da kommt der Christian dann jetzt nicht mehr raus. Ich habe mit ihm gestern telefoniert, heute hat es bei ihm gesundheitlich nicht geklappt. Ich war gestern übrigens auch ziemlich angeschlagen. Mhm. Aber nächste Woche beim Auswärtsspiel gegen Fürth, dann sitzt er hier. So, freut euch jetzt schon mal drauf auf doppelt so viel Dummgelaber. Oh, das wird lustig. Oh ja. Oh, das wird lustig. Oh ja. Die ganze Familie ist vereint. Ich bin nämlich nicht da.
Ja, scheiße, wer macht denn dann den Stream? Ich sag ja, Fadi muss das dann machen. Oh mein Gott. Okay, das wird um einiges komplizierter. Oh Gott, das wird der chaotischste Stream, den es... Oh Gott. Oho. Weil ich bin nicht da. Meine Arbeitsstelle, wir Kollegen gehen bowlen. Und da habe ich nämlich schon gesagt... Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Oh je, da muss ich ja dreifach. Oh Gott. Oh Gott, das wird das reine, pure und hundertprozentige Chaos. Ich glaube, ich sitze am... Nein, das kannst du nicht machen. Doch, ich gucke mir den Livestream an. Ich mache mir einen Knopf in den Ohr. Doch. Das ist mir egal, was mein Chef mir sagt. Ich werf dem die Bowlingkugel auf den Fuß. Ich muss mir das angucken. Das ist schön. So, dann wurde jetzt schon zu viel geteasert. Das heißt, dass also Fadi, Christian und ich den Stream hier gemeinsam machen werden. Oh je. Yeah. Zwei Blinde und ein Mann, der sich mit Technik nicht auskennt. Oh mein Gott, wie geil. Läuft bei uns. Karl-Heinz, willst du nicht übernehmen? Das wird schon. Ja, genau. Schön. Oh Gott, das wird gefährlich. Ach nee, das warst du dann wahrscheinlich. Oh, Nina, Was kannst du mit den Jungs dann abklären. Hä? Aber lachen darfst du auf jeden Fall. Oh je. Florian Holschuh hat gefragt, ob... Stimmt, die Nina kann doch übernehmen, oder? Sie hat nicht gefragt, ob sie Hilfe anbieten soll oder nur lachen soll. Ich kann lachen, dass du natürlich auch, aber... Ihr könnt euch auch hier hin. Wenn man dir technisch... was ist das für eine Couch? Wenn du dich das traust, die kann man ausklappen. Sollte Christian sich so lasziv so rüberlegen, von Nina mit Trauben gefüttert werden. Die Nina muss sich auf den... Und er trägt nur so eine Toga. Nein, bitte nicht. Ja, das Schlimme ist dann halt, wenn er das Bein so hoch macht, so Winkel von der Kamera. Ich habe ja nur einen Knopf im Ohr, dann ist mir egal, ich sehe es auch nicht. Ja, aber ich krieg meinen YouTube-Kanal gesperrt. Gut, können wir bitte zu ernstem Leben zurückkehren? Mit dem Gesicht zur Kamera drehen. Also, ja, das meine ich doch, dann wird doch gesperrt. Ja, Florian Holschuh hat gefragt, ob du nach dem Stream in Discord bist. Ja, heute habe ich mir ganz, ganz, ganz fest vorgenommen, ja, ich komme nach dem Discord in den Stream. Umgekehrt, nach dem Stream in den Discord. Ich wer dabei sein möchte, lasst bitte ein ein Abo da, die Glocke aktivieren, weil dann bekommt ihr auch Beiträge angezeigt. Und da poste ich dann den Link zum Discord-Channel. Ich hoffe, dass ich das jetzt soweit richtig gesagt habe. Ja, und gebt mir aber nach dem Stream so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so Zeit, dass ich hier wieder ein bisschen klar Schiff machen kann. Und ich muss ja dann auch für Discord alles vorbereiten. Aber dann sehen, hören wir uns da. Ah, ich finde es auch noch schön. Es sei denn, ich falle jetzt gleich über die Flasche, die ich da hinten nicht auf dich geschafft habe, auf die Couch zu werfen. Ich falle doch nicht über eine leere Flasche. Eich 97 schreibt, würde mir so wünschen, wenn mein VfB endlich wieder in Liga 1 gegen euch spielen würde. Auswärtsfahrten waren immer schön in Lautern. Ja. Viel Glück gegen den HSV. Vielen herzlichen Dank, aber... An dieser Stelle, ich habe gestern die Tabelle nochmal so durchgeguckt und ich muss halt einfach sagen, es ist so unfassbar krass. Ne? Also letzte Saison, ich muss das immer wieder betonen, noch in der Relegation und jetzt einfach Dritter. 3 Punkte hinter Bayern. Leute, was ist denn los mit euch? Ich habe mich so gefreut. Also wirklich, haut da mal richtig rein, ne? Dass ihr die Bayern auf Platz 3 verdrängt. Das wäre natürlich noch awesome. Awesome heißt es, die Steigerung. Hm. Ich awesome, du awesome. RCS awesome. Awesomer. Nee, also das fände ich natürlich richtig nice. Daumen sind gedrückt. Und wir sind halt aktuell noch etwas weit entfernt von der ersten Liga. Schauen wir mal. Pokémon Go Player, der seit 38 Monaten Mitglied ist und im Drinking Devil Supporters Club, hat geschrieben, so bin nun auch am Start, freue mich aufs Spiel, auf 3 Punkte. Auf 3 Punkte. War schön, dich kennenzulernen. Immer wieder toll, ihn zu treffen. Immer wieder interessant, die Gesichter hinter den Namen zu sehen. Ja. Ganz, ganz lieber Kerl. Ja. Und das sage ich nicht, weil er so lange treu ist, sondern weil ich ihn ja auch... beim Fanmarsch hatte ich da ein paar Minuten Zeit, mich mit ihm zu unterhalten. Ja. Ganz, ganz lieber Typ.
Spitze. Ah, natürlich. Hey, er ist Teil von unserer Army. Da ist das natürlich ein korrekter Mensch. Ja, wir haben nur coole Leute. Ja, das stimmt. Von jetzt an gehört ihr alle zu meinem Club der coolen Leute. Naja. Das ist von... Ach, egal. Ja. Ben Milo fragt, was sagt ihr zu den Gerüchten zwischen Hanslik und Saarbrücken? Gar nichts. Okay. Das ist nicht böse gemeint. Das soll auch nicht irgendwie so anzeigen von wegen, ja, ich rede nicht mit über solche Themen, gerade wenn es um Wechsel nach Saarbrücken geht, sondern es geht darum, dass das Gerüchte sind. Und ich verschwende meine Lebenszeit, so doof wie das klingt, ungerne auf etwas, wo dann doch entschieden wird, ja, nee, es kommt doch nicht. Okay, dann machen wir weiter. Ich bleib da lieber konkret. Alles klar. Am Ende. Matthias Lichtenwald hat geschrieben, toll, dass hier so viele unterschiedliche Fangruppen am Start sind. Kompliment an euch. Kompliment an den Chat, dass hier alles so super läuft. Auch Kompliment an unsere Admins, die das so gut regeln und sowas. Aber nee, also das gut, wir haben ja ab und zu mal ein paar schwarze Schafe hier, aber die Jungs regeln das. Und, aber wie gesagt, auch an unsere Community, an den Chat und alles, dass alle so gut miteinander aussehen. Wir dürfen die nicht so oft loben. Das steigt denen in den Kopf, weißt du? Weil ich jetzt einmal was gesagt habe. Ja, nein, ich sag's ja auch schon die ganze Zeit. Nee, aber das habe ich ja wirklich schon oft betont. Jeder ist willkommen. Egal ob Karlsruher, Frankfurter, Saarbrücker, Mannheimer, egal die größten Rivalen, wenn ihr euch zu benehmen wisst, seid ihr herzlich willkommen. Und das freut mich wirklich sehr. Ja. Also ich meine das im Ernst. Ich finde es ganz toll, dass so viele Couleur hier am Start sind. Ja. Zum Beispiel Stefan Sturis hat geschrieben, hallo Matze, zunächst mal dein Video hat mich sehr berührt und ich hoffe, dass du weiterhin so bleibst, wie du bist. Sportliche Grüße von einem Barackler an dich und deine Frau, alles Gute für euch. Ja, siehst du, da haben wir's. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Vielen Dank und viele Grüße zurück. Ja. Pokémon Go Player hat 2 € gespendet für ein Bier heute auf 3 Punkte. Vielen herzlichen Dank, mein Freund. Dank. Auf dich. So, vielen lieben Dank. Oh, und Sven hat 10 Euro. Ach du Gott. Vielen lieben Dank für deine Arbeit, Sven. Und ein Bier. Danke, danke, danke. Das wissen wir echt sehr zu schätzen. Vielen Dank. Mega, vielen lieben Dank. Ja. So, die Ausstellung habe ich. Oh. Matthias Lichtenwald hat gefragt, wo kann man eure PayPal-Informationen finden? In der Beschreibung habe ich es nicht gesehen, habe ich es übersehen? Das müsste in der Beschreibung stehen. Ja. Ansonsten... Kannst du da mal... Ansonsten, du kannst hier kurz reinschreiben, ja. Aber ihr müsst euch nicht gezwungen fühlen, irgendwie was zu spenden. Wir freuen uns darüber natürlich, aber alleine anschauen, das hilft uns schon wirklich, wirklich sehr. Und weitererzählen. Und Daumen hochlassen. Immer den Daumen hochlassen. Denn ist der Daumen oben, wird man dich... Was wolltest du jetzt vorlesen? Die Aufstellung oder soll ich weiter ins Stream? Ach, warte mal noch ein bisschen mit der Aufstellung. Okay. Wir haben ja noch 20 Minuten. Okay, alles klar. Machen wir noch ein bisschen im Chat. Ah ja, Aitekin ist unser Schiri heute. Oh, okay. Könnte schlechter sein. ML schickt viele Grüße aus der Eifel. Grüße in die zurück. Eifel. Können wir auch mal hin. Ey. Wie kommt man in deinen Discord? Nachher, nach dem Stream, wie gesagt, so 20 Minuten, eine halbe Stunde nach dem Stream, werde ich im Community-Tab auf meinem Kanal einen Post veröffentlichen, wo ich den Discord-Link reinpacken werde. Da dann einfach draufklicken und du bist bei mir im Discord. Weil das ist immer nur so ein temporärer Link. Weil ich bin unregelmäßiger im Discord als, finde ich jetzt irgendeinen Vergleich. Ja, genau. Ja. Als Kevin in der Schule. Wir hatten Kevin in der Schule, in der Grundschule. Ich auch. Lieber Kerl. Der war einfach nur geplagt mit seinem Namen, der konnte nichts für. Das war wirklich ein Kevin. Ja, das ist schlecht. Wurde angeschreibt. Ich nicht. Paul hat geschrieben, wenn Stuttgart die Bauern überholen würde, wäre das ein Traum. Das wäre ein Traum. Moment, habe ich mal gelöscht. Und Rainer Erwongel schickt lieber an den VfB. Das ist auch nicht so viel, sonst kannst du den Sieg nicht miterleben. Susanne Czerny hat geschrieben, ich hoffe, dass nächstes Jahr Münster in der zweiten Liga ist, dann wird das eine heftige zweite Liga. Ja. Sowieso habe ich das Gefühl, dass die zweite Liga ziemlich cool ist, so.
kein Meta-Peter schreibt, fahrt ihr nicht mehr auf Auswärtsfahrten? Eigentlich ja schon. Aber wir haben uns dieses Haus hier gekauft und da musste ich dann irgendwann den Kompromiss eingehen vom Allesfahrer, wo wir ja früher waren, zum semi-häufig Auswärtsfahrenden. Denn ich habe so eine Tabelle damals gehabt, wo ich alles mal aufgeschrieben habe über eine ganze Saison. Und so eine Auswärtsfahrt kostet im Schnitt eben pro Person 100 Euro, weil Busfahrt, Benzingeld, je nachdem, Eintrittskarte, Verpflegung. So, und das sind 200 Euro bei zwei Auswärts, also pro gemeinsam und dann pro Auswärtsspiel, das ist zweimal die Monat, da bist du bei 400 Euro, da baust du mit dem Haus, da ist das Geld schon woanders besser angelegt, ne? Aber ich würde gerne wieder öfter auswärts fahren, aber ich mach's halt dann, wenn es sich einrichten lässt. ML hat geschrieben, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Das wird hier gelebt. So ist es. Perfekt gesagt. Ja, finde ich cool. Sehr schön gesagt, ja. Ja. Hamburger Jung fragt, Matze, wann wurde denn die Fanszene vom RB Leipzig behandelt? War bestimmt ein YouTube-Short. So viel zu sagen gab es ja nicht. Und Paul. So, und heute besprechen wir die Ultras vom RB Leipzig. So, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal ebenfalls wieder einschaltet. Paul hat auch gemeint, Hamburger Jung, welche Fanszene in Leipzig? Gibt nur Chemie oder Lok? Ja, exakt. Nee, also das fand ich jetzt sehr cool. Das habe ich heute Morgen so beim Durchscrollen. Ich habe den Bericht nicht gelesen, aber will jetzt nicht RB Leipzig hingehen und die Leute dazu verpflichten, mindestens bei 10 Heimspielen anwesend zu sein, sonst verfällt die Dauerkarte, weil irgendwie ein Drittel der Karten nur beim Spiel gegen die Bayern benutzt wurde. Das ist so gut, Mann. So gut. Keine Sau interessiert sich für dieses Scheißprodukt. Herrlich. So muss das sein. Das gefällt mir einfach. Ja. Moment, ganz kurz. Okay. Und ganz richtig, in Leipzig nur Lok und Chemie. Übrigens, da fällt mir wieder ein, ich habe vor kurzem einen Clip geschickt bekommen. Übrigens, über Instagram könnt ihr mir immer gerne Clips schicken, da freue ich mich. Wo ihr denkt, das ist interessant. Und da war einer dabei. Chemie Leipzig hat ja damals das Kalendertürchen 24 bekommen mit dem Fangesang, da richtig gut geschlafen und der Kopf tut trotzdem weh, was unglaublich geil ist. Und die haben noch einen anderen Gesang, der ebenso ins Ohr geht. Richtig geiles Lied. Haben ein tolles Lied, gut. Ja. Daftendo schreibt, no shit, die Aufstellung vom HSV ist so schlecht, das sind safe Punkte möglich für Lautern. Man sagt doch sowas nicht. Mag mich vielleicht täuschen, aber da müsste ein HSV-Fan mir erklären, warum ein paar Stammspieler fehlen. Chronische Durchfallerkrankung. Was nicht schön wäre. Susanne Czerny fragt, wirst du dich eigentlich hinsetzen und dir Karten für Berlin bestellen fürs Finale? Ach du, nee. Was will ich denn da? Ich habe es vorhin im lieben William, Grüße an dich, schon mitgeteilt. Ich glaube, für eine Karte in Berlin wäre ich bereit, einen Monatslohn locker zu machen. Denn das ist das erste Mal seit 21 Jahren, dass wir im DFB-Pokalfinale stehen. Und da ist es für mich ein Ding der Unmöglichkeit, da nicht mit dabei zu sein. Also, da ist Hinfahren Pflicht. Und ich habe schon gesagt, wir hatten es drüber, wie wir wo in Berlin übernachten. Und dann habe ich zu Frank aus Scheiß gesagt, ich habe gemeint, ist mir alles zu teuer, Alter. Leck mich am Arsch, geh in die Bahnhofsmission. Nee, also das wäre mir dann, es ist mir egal. Ich habe auch schon gesagt, ja, keine Ahnung, weißt du was, leck mich, dann bezahle ich keine 200 Euro für eine Nacht in einem 8-Personen-Zimmer, sondern nehme ich das Geld, setze mich in den Trinkteufel und ihr holt mich dann morgens einfach ab. Habe ich 100 Euro zum Versaufen und habe nur 100 Euro gebraucht. Nein, es geht um nach dem Spiel. Nach dem Spiel. Weil das kann nicht sein. Die Preise, die sind eine Unverschämtheit. Denn das eben Gesagte, 200 Euro waren es für zwei Personen im 8-Mann-Zimmer. Beim A und O. Das geht nicht. Fertig, das ist Abzocke. Irgendwo gibt es doch auch Grenzen. Tut mir leid, also da gehe ich lieber ins Athlon oder was, weiß der ich. Hast du wenigstens Service und ein Zimmer für dich? Ich stell mir gerade so vor, der MCK gewinnt tatsächlich so durch Zufall 1-0, ne? Und dann komme ich so total besoffen, wankt durchs Athlon. Oh nein!
wäre mir auch scheißegal. Ah, so, Emmy trommelt schon mal. Yes! Emmy, gib Vollgas! So, Lambert schreibt, haut sie weg, Grüße aus D-Dorf. Grüße. Matthias V. meint auch, viele decken sich auch schon mit VIP-Tickets ein. Kosten 1-1. Ach, schön. Ja. Aber dabei sein ist alles. Nina meint, wir haben uns im A&O ein Vierbettzimmer angeschaut für 211 Euro. Das ist ja dann sogar noch relativ günstig. Ja gut. Vierbett geht sogar, Alter. Weil die anderen wollen nicht mit uns in einem Zimmer schlafen. Ja nein, ich meine halt, was... Alter, ich hätte auch also die Preise sind egal, wie man es nimmt, einfach nur unverschämt. So Na, alles gut. So, aber sollen wir die... Ja, die Aufstellung. Gut, Aufstellung. Da haben wir den Robin Himmelmann. Himmelmann. Hat er gut gemacht. Alarm Almami Touré. Touré. Zum 2-0. Soll ich den Vornamen vorlesen? Ja, ich versuch's. Oh Boris. Gott. Tomiak. Jan. Elvedi. Timo. Putschak. Nee, doch. Ja. Nee, wie spricht man Putschak? Putschak. Philipp. Herrscher. Karlotsch. Oh, Karlotsch. Ja. Herrscher sitzt auf der Bank. Ah. Julian. Kral. News. Richmond. Tachi. Tobias. Zippel. Der spielt jetzt einfach bei uns im Mittelfeld. Wenn er es gut macht. Aaron. Poku. Ja. Ich hab grad echt. Ragnar. Ache. Gut. Auf der Ersatzbank haben wir Advo. Svahic. Kevin. Prinz Redondo. Kraus. Kraus, ja. Frank. Ronstadt. Ich dachte, du wolltest mich gerade verarschen. Soll ich jetzt seinen Nachnamen hier sagen, oder was? Nein, ja. Ich habe an Ronstadt nicht mehr gedacht. Ich war gerade gedanklich noch bei unserem Freund. Herrscher. Ben. Solinski. Ben? Du spielst auch mit? Dixon. Abiyama, nee. Abiyama. Doch, Abiyama. Marlon. Ritter. Daniel. Oh, nur auf der Bank? Ja. Oh, schade. Hat ja das 1-0 gemacht. Daniel. Hanslik. Und nochmal, Philipp. Herrscher. Stojkovic. Stojkovic. Es ist alles Herrscher. Wir haben drei Herrscher. Aber Karlocz und Stojkovic werden beide Philipp, F-I-L-I-P geschrieben. Echt jetzt? Ja. Das ist mir noch nie aufgefallen. Und der Herrscher wird mit P-H und P-P geschrieben. Okay. Aber ich bin gerade echt nicht auf Ronstadt gekommen. Darum habe ich so geguckt und, soll ich jetzt hier im Frank seinen Namen sagen? Der ist nämlich auf der Kurve. Frank hat mir auch die Aufstellung geschickt. Bester Mann. Und dann gibt es eine Sache, die ich euch ganz dringend zeigen möchte. Und zwar ganz, ganz viel, das ist oben das, ganz, ganz viel Liebe und Ehre. Moment. Ach so, ja. Ganz, ganz viel Liebe und Ehre an die Ultraszene von HSV, die ein Banner im Gästeblock bzw. vor dem Gästeblock angebracht haben mit Hasermann unvergessen. Das ist eine unglaublich bewegende, sehr, sehr offene und herzliche Geste, die ich enorm zu schätzen weiß. Daniel Hasermann ist ja jetzt vor einem Jahr von uns gegangen. Nicht mal. Es war ein Jahr. Ja? Mhm. Okay. Und er ist... Es war doch ein Jahr. Die Zeit geht so schnell. Und das hat sich eben gejährt am Tag des Spiels gegen den FC Saarbrücken. Und da gab es eine sehr, sehr bewegende Szene, drei wo... Jahre. Drei Jahre! Merox meint drei Jahre. Ach du Scheiße. Ich werde so alt. Ah ja, natürlich. Es war damals Spiel gegen Duisburg, ja. Ach du Scheiße. April 22. Das ist ganz schlimm gerade für mich. Dass ich das so falsch gesagt habe. Das soll nicht respektlos klingen. Das zeigt einfach nur, wie extrem schnell die Zeit für mich in letzter Zeit, also in den letzten Jahren rumgeht. Und da gab es eine ganz bewegende Stelle, wo Jean Zimmer das Hasemann unvergessen, die Hasemann unvergessen Schwenkfahne führte. Und das fand ich sehr, sehr toll, weil er ja ihn und seine Familie auch kennt, da war das was Besonderes und dass das dann gerade an diesem Tag war,
wo wir den FC Saarbrücken eben im Halbfinale geschlagen haben. Ich glaube, dass das nochmal was Besonderes obendrauf gegeben hat. Also an die Ultraszene vom HSV, großen Respekt und ja, ich weiß das echt zu würdigen. Ehrlich. Ja, das wollte ich ganz dringend sagen. Zwei Jahre. Und natürlich herzlichen Dank an den lieben Pokémon Go Player, der mir das Bild noch schnell geschickt hat vor dem Spiel. So, ich mach hier mal an. Tu das. Da waren wir noch dritte Liga. Das ist, also wirklich, das ist kein Spaß. Das tut mir enorm leid, dass ich das gerade so verkackt habe, aber ich mache sowas nicht mit Absicht. Und es hat sich... Meinst du mal die Klappe? Es hat sich einfach wirklich für mich nicht im Ansatz so lange angefühlt. Einfach heftig. Ja gut, 22 mit Corona und alles. Ja, trotzdem. Ja, da die Zeit. Ja. Rainer Erwongel schreibt auch, wow, HSV, Ultras, habe Gänsehaut, vielen Dank. Ja, ehrlich, ja. Bin ich ganz bei dir. Splattercat 82, Capitano ging ja zum Block und schwenkte die Fahne. Ja. Ja. Ganz viel Ehre. Auch natürlich an Joe Zimmer. You, Joseph Williams. My brother. Hi, Mats and Bella. Guten Morgen aus Boston, meine Freunde. I am at work today, but will be watching the stream. Don't tell my boss. Lol, I promise we won't. Hey, Boss from Joseph. Hey, Boss from Joseph. Boss from Joseph? Yeah, it's Mats. He's watching our stream. But don't tell him that I told you. Sven hat geschrieben, Raab bei denen im Tor. Schenkt dem einen Verräter. Ja, das ist wirklich... Ja, gut. Ja, die Nina hat auch gemeint, lieber Mats, überleg mal, Emilia ist mittlerweile auf 4. Ich weiß. Ich kriege es auch nicht mehr hin, wie lange was her ist. Ja. Nee, wirklich, ich fühle das ganz, ganz arg. Mach du das mal. Wisst ihr, als ich damals ein Kind war oder jünger war, wie auch immer, hat mein Vater immer gesagt und die Älteren sowieso halt, ja, wart mal ab. Je älter du wirst, desto schneller geht die Zeit. Und ja, Leute, wir haben jetzt wirklich einfach schon April. Wo ist die Zeit hin? Wo ist dieses Jahr bisher hin? Krank. Einfach krank. Ich bin mal gespannt, ob es Choreografien von irgendeiner Seite gibt. Und wenn ich schon das Wort Choreografie sage, fällt mir das wunderbare Verhalten der Polizei in Gladbach auf. Die Gladbacher haben in der Nacht vor dem Derby gegen den FC eine Choreo vorbereitet. Und dann kam eine sportlich motivierte Gruppe aus Köln vors Stadion. Es standen noch ein paar Polizeiwannen vorne dran. Und dann haben die Cops gesehen und haben wahrscheinlich auch nicht mit der großen Masse an Personen innerhalb des Stadions gerechnet, haben dann schnell den Rückwärtsgang eingelegt und dann hat die Polizei trotzdem 80 Gladbacher gekesselt. Dann haben die versucht, innen drin die Choreografie trotzdem noch aufzubauen und dann gab es eine Kessel ums Stadion und alle, die drin waren, haben Platzverweise bekommen für 24 Stunden. Was dann eben dazu führte, dass die Choreo nicht durchgeführt werden konnte, was eine absolute Sauerei ist, was wirklich nicht in Ordnung ist. Und dann haben die Gladbacher Freunde von Union Berlin angerufen und haben gesagt, ja, ihr könnt ja die Choreo abbauen. Und dann haben die das gemacht. Und ja, dann wurde irgendwie bekannt gegeben, ja, die Platzverweise sind nicht rechtens. Ja, aber dann war es zu spät, die Choreo konnte nicht durchgezogen werden. Super cool. Wochen oder Monate Arbeit von den Ultras von Gladbach komplett für die Tonne. Ganz abgesehen von dem monetären Verlust. Super cool. Das ist jetzt ganz kurz zusammengefasst. Auf Faszination Fankurve gibt es dazu einen ausführlichen Bericht. Lest euch den durch, das ist richtig heftig.
So. Wir bedanken uns recht herzlich. Mal, ja. Das Geld kam an. Oh! Ja. An Marco. Marco Cadabra. Marco, vielen herzlichen Dank. Er hat geschrieben, Grüße aus dem sonnigen Osnabrück. Oh, oh schön. Und hat 25 Euro gespielt. Vielen herzlichen Dank, mein Lieber. Prost auf dich. Über PayPal. Grüße ins vielen sonnige Osnabrück. Oh. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Das wissen wir enorm zu schätzen. Kein Spaß. Ich sag immer das Gleiche irgendwie, aber ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll, außer danke. Sehr, sehr lieb. Ist das gewollt? Ja. Dieser scheiß Bildeffekt? Ja. Was soll das denn zu sein? Zu behindert, zu krank, zu seltsam, zu anders. Zusammen. Das andere ging zu schnell, ich konnte es nicht vorlesen. Stop Hate. Stop Hate, Bierteam. Für mehr gut. Vielfalt und mehr Miteinander. Gut, und weil das gerade... Sven meint, auf geht's, Ache, macht 6 Tore, notfalls mit dem Po. Ist mir shit egal, bin ich ganz bei dir. Weil da gerade noch so random irgendein Kram läuft. Es ist ja jetzt beschlossen worden, dass die 44 auf den Deutschland-Trikots nicht mehr auswählbar ist. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, oh Gott, tun sie jetzt schon wieder irgendeinen blödsinnigen Zahlencode aus irgendetwas weit hergeholtem verbieten, weil zum Beispiel die 444 steht ja für DDD, Deutschland den Deutschen. Da habe ich gedacht, machen die da jetzt auch was draus? Ja, und dann habe ich die 44 gesehen, habe sie angeguckt und habe gedacht, warum ist das niemandem aufgefallen? Das sieht halt wirklich einfach aus wie SS-Runen. Das geht halt nicht. Und da habe ich echt Verständnis dafür. Aber, und hier kommt jetzt der Witz, man hätte es nur auf den weißen Trikots verbieten sollen, weil dann stelle ich mir irgendwie so einen richtig fetten, breiten Fascho vor, ne, wie er da steht und hat das pinkene Trikot an, weil er hinten die 44 drauf haben darf. Ne, nicht witzig? Ich fand das lustig, die Vorstellung. Aber jetzt eine Frage in die Runde. Das ist doch eine Heim-EM, ne? Wir spielen ja in Deutschland. Wozu brauchen wir überhaupt ein Auswärtstrikot? Vielleicht wird das das Ausweichtrikot dann? Schweig still. Okay. Sollen die anderen doch in Auswärtstrikot spielen? Wir spielen hier! Nein, wirklich! Warum? Warum? Hausburg schreibt, hallo ihr zwei, hallo an alle. Hi. Hallo, du einer. Hallo, du einer. Da ist jemand gut drauf? Ja, schön, ist doch schön. Manuel Cannellori schreibt, hallo Bella, hallo Matze, wollte nur kurz hallo sagen, bin im Stream bei Mark Mod. Oh, dann, den Kanal, ja. Genau. Und Daumen hoch. Ja, und Daumen hoch von uns. Schreib einfach, hallo Mark, in all caps, Klammer hallo, auf, von Bella, Klammer zu. Mit Ausrufezeichen. Ja, genau. Hamburger Jung schreibt, auf ein faires und spannendes Spiel, möge der Bessere gewinnen. Schön gesagt. Schön gesparkt. Ich wollte gesprochen und gesagt auf einmal sagen. Ich habe es damals beim Video gesagt, ich sage es nochmal. Wenn man das hört, Hamburger SV gegen den 1. FC Kaiserslautern, da klingt es doch einfach nach Bundesliga-Begegnung, so Rang 4 gegen Rang 6 oder sowas. Ne? Ja, und jetzt die Realität... Ihr seid zwar Rang 4, aber eben eine Liga tiefer und wir sind Rang 16. Scheiße, das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. No me gusta. Das ist mal die Hamburger vor. Königsdörfer, Nemeth, Schuhonen, Benes, Poreba, Meffert, Katterbach, Schonlau, Hatzikadunic, Reis und Rab. Ja, Raab im Tor. Ich habe tatsächlich das Video gepostet vor dem Spiel gegen Saarbrücken. dieses Saar-Pfalz-Derby-Video. Und da war Raab natürlich noch bei uns im Tor. Und Alter, der ist halt einfach saustark. Heute wünsche ich ihm aber einen Fehler wie dem Saarbrücker Torwart. Ja, bitte. Hamburger Jung meint, aber die Nummern auf den neuen Deutschland-Trikots sehen auch scheiße aus. Keine Ahnung, welcher Hans Wurst die Schriftart ausgewählt hat. Es muss irgendwie jemand gewesen sein, der wirklich...
Ich weiß nicht, der hat so noch 8 Minuten gehabt, so vom Feierabend. Ja, wir brauchen schnell 10 Zahlen. Go, fertig. Okay, Aytekin, das Gesicht kenne ich. Dann eine kurze Frage. Was ist der Unterschied? Nicht googeln. Was ist der Unterschied von einer Ziffer zu einer Zahl? Eine römische Ziffer und eine arabische Zahl? Keine Ahnung. Nein. Eine Ziffer ist ein Dingens und eine Zahl sind zwei. Stell dich mal so. Ja. Ist richtig. Yeah. Eine Ziffer ist immer einstellig und eine Zahl ist immer mehrstellig. Also jede Zahl besteht aus Ziffern. Und eine Zahl kann auch eine Ziffer sein, aber nicht jede Ziffer eine Zahl. Dass der Chat auch ja, zu spät. Okay. Applaus für Bella für ihr richtiges Raten. Cleveres Maus. Die Nervosität steigt, ich merk's. Die Mannen schwören sich nochmal ein. Kirikan67 schreibt, Hallo Bella, hallo Matze, habe heute deine Videos von gestern gesehen. Matze, wünsche dir viel Kraft. Grüße von einem Dortmunder Borussen. Vielen herzlichen Dank. Weiß ich zu schätzen. Danke dir. Oh, 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 oh. So, HSV spielt in weiß mit roten Hosen. Weiß mit schwarz und blauen Ärmeln. Und roten Hosen. Und roten Hosen, die Sache. Die Rothosen. Und wir spielen in schwarz. Okay. Ganz in schwarz. Hat er jetzt angepfiffen? Immer auf die Fresse schreibt als Grundschullehrer. Absolut richtig. Oh, es wurde angefangen. Ja, es hat angefangen. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Ja, weil ich gerade eben doch gesagt habe. Grundschullehrer, Respekt vor deiner Arbeit. No joke. Riesenrespekt davor. So, der FCK spielt zunächst von links nach rechts. Sprich, von Osten nach Westen wäre es in Kaiserslautern. Und da schauen wir mal, was die 90 Minuten bringen. Wie erwähnt, die Nervosität bei mir ist relativ, ach du Scheiße, der Platz ist sonnengeflutet. Okay, gut, die Uhr über meinem Kopf stimmt wieder. Der Platz ist sonnengeflutet und ich habe jetzt schon Probleme, da irgendwas zu erkennen. Dementsprechend, ich gebe mein Bestes, wie immer. Oh, auf der linken Seite ist der HSV schon unterwegs. Gut zugestellt den Weg. Bitte. Philipp S. hat... Hast du dich vertippt? Warum? Ich glaube, du hast dich vertippt. Warum? 60 Euro. Ich glaube, er hat sich vertippt. Also ich glaube, du hast dich vertippt. Also, Eckball, nichts gekommen. Ich glaube, du hast dich vertippt. Bitte verifizier das, aber... Wir bedanken uns trotzdem auch. Ja, wenn es nur 6 Euro wären oder 5. Ja. Aber 60 ist schon eine harte Hausnummer. Vielen Dank. Tut mir leid, dass ich jetzt lache. Nee, aber ich bin auch gerade etwas... Meine Augenbrauen verschwinden in den nicht vorhandenen Haaren. Er hat sich nicht vertippt, hat er gesagt. Danke, 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 danke. Alter, was ist los mit dir? Vielen, vielen Dank. Ganz viel Liebe. Alter, heftig. Dankeschön. Ey, was ist denn hier los? Läuft bei uns. Philipp Ehrenmann, krasser Support. Wahnsinn, Philipp. Ja, ohne Spaß, Philipp. Guter Junge. Tausendfach Dank. 60-fach Dank. Nee, wirklich tausendfach Dank. Er ist zwar rot und schreit lautern, aber ich lass für dich mal den Hulk springen. Dankeschön. Wirklich, wirklich, wirklich vielen Dank. Das ist mindblowing gerade für mich. Krasse Scheiße. Heftig. Alter. Ja. 60 Euro, Alter. Scheiße. So, siehst du was? Ja, aber nur die rechte Hälfte. Passt schon.
Ben Milo hat gefragt, ich frage mich, warum beide Torhüter gelb tragen dürfen. Müssen die Farben nicht unterschiedlich sein, falls ein Keeper mal mit vorgeht, zum Beispiel bei einer Ecke? Das habe ich mich aber auch schon ein paar Mal gefragt. Das ist eine hervorragende Frage. Ich wollte gerade sagen, es macht ja keinen Unterschied, aber du hast recht, wenn die bei einer Ecke vorgehen. Ja. Oder egal, ob du jetzt zu deinem Torwart zurückschießen möchtest oder was und dann denkst du, ja, das ist meiner. Ja, nee, so clever solltest du schon sein, zu wissen, auf welcher Seite. So, der FCK kommt über die linke Seite, ist im 16er. Ja, nix. Da müssen wir noch nachwohnen. Christian Rode schreibt, hallo, Marzembella, liebe Grüße aus der Börde. Grüße aus der Pfalz. Das Gras macht spendabel. Just kidding, hat Tom Tom geschrieben. Achtung! Oh! Mensch! Siehst du, das hat ihn irritiert, weil ja, er dachte, das wäre unsere. Ja, genau. Nein, guck mal. Das war richtig gut gespielt. Über die linke Seite an der Grundlinie rein und reingegeben. Ja. Nicht konsequent zu Ende gespielt, aber das war schon am Kopf, sau gut. Kopfball und hat den. Ja, ja. Dings falsch gestriffen. Getroffen. Nee, ja. Eher falsch. Das war sehr, sehr gut gespielt. Ausrufezeichen das an dieser Stelle. Echt hell. Ja. So bewölkt schon. Wäre schon besser. Ah ja, stimmt. Die anderen spielen ja auch. Marto schreibt, hallo, Grüße aus Gifhorn, nur der FCK. Grüße nach Gifhorn. Nur der FCK. Und ich glaube, der Sivi wird das Spiel, ich weiß gar nicht, ob er live dabei ist oder so, aber ja. Wir bedanken uns ganz recht herzlich, vielen lieben Dank, bei Matthias Lichtenwald für 15 Euro. Oh Gott! Für eure tolle Arbeit, macht weiter. Dankeschön! Nur der FCK. FCK und vielen, vielen Dank. Ein Prost auf dich. Moment, der HSV ist auf der rechten Kante des 16ers. Flanke kommt. Rein, die Flanke war sehr gut, aber glücklicherweise nicht eingeschlagen. Ich glaube sogar, dass das ein Stellungsfehler von Himmelmann war. Nee, doch nicht, aber Der war knapp am Tor vorbei. Also wirklich. So, dann schauen wir Prost. Mal. Prost, danke für den Support. Weil heute, wir haben ja noch andere Spiele, aber Eckball von der rechten Seite. Das ist ja seltsam. Für den HSV, Moment. Ich frag dich gleich. Aber geklärt, zweiter Ball kommt auf die linke Seite. Wollen sich an die Grundlinie arbeiten, aber schön den Ball abgenommen und den Ball verloren nach dem zweiten Pass. Oh oh. Ja, weg. Ja, gut. So, Ball wieder im Mittelfeld. Alter, ist das hell. Ey, die Kamera die Jungs siehst du gar nicht in weiß. Ja, die Kamera da kommt kamen die rote, ganz schlecht mit, ey. Rote Dings an und blaue Strümpfe, dann kannst du wenigstens die Beine sehen. Was ist denn komisch? Ich habe die anderen Spiele aufgerufen. Ja. Und überall steht 0-0, nur bei uns steht gar nichts. Hm? Aber wir spielen schon 7 Minuten. Kevin Trapcry ist seit 18 Monaten Mitglied und er trinkt gegen Devil Supporters Club und schreibt, hallo ihr beiden auf 3 Punkte für den FCK, liebe Grüße aus Essen. Grüße liebe nach Grüße Essen zurück. Und natürlich vielen Dank für deinen Support und natürlich vielen Dank fürs Stadion. Sven hat geschrieben, Matze, das blaue Etwas ist der Schiri, also umtreten. Okay, kein Thema. Ich gehe mal schnell nach Hamburg. Ja, da hat mir der liebe Frank ja die Nase lang gemacht und hat gemeint, ja, die waren gestern Abend im Schweins geessen. Oh. Danke fürs Danke für nichts. Ja, genau, danke für nichts lang. Die Fangesänge habe ich gar nicht angemacht. Das ging jetzt alles so hoppla hopp. Fass, Matze, fass! Berühren! Nicht berühren! Muss ich dir den ganzen Tag hinterherlaufen? Warte, Lina Qualle, ich muss dich berühren! Ja! Ja! Oh, verdammt! Schein! Komm, geh ran! Ja! Seestadt Fischer ist auch da und schreibt mit dem Schwung aus dem Pokal weitermachen. Ja,
Sehe ich auch so. Schön, dass du da bist. Die haben süße kleine Babykätzchen und Babyhunde auf ihrem... Das war gerade lustig. Auf ihrer Anzeige Bande. Auf dem Banner. Das wechselt ja. Und der eine Hund, das kleine, der Welpe, der hat an der Kamera geleckt. Und genau da stand einer der Balljungen. Der hat also den Balljungen abgeleckt. Hey, das ist sexuelle Belästigung. Offensivfaul übrigens in der Nähe des 16ers des HSV. Von lauter nichts Besonderes. Aber auf jeden Fall muss er das abpfeifen. Ja, hat nämlich umgeschubst. Lukas? Rigoros die Beine gebrochen. Ja. Lukas 1935 ist morgen das erste Mal bei einem Auswärtsspiel dabei in Wolfsburg, hat er gesagt. Oh, dann viel Erfolg, habt einen tollen Tag, passt natürlich auf dich auf, aber das erste Auswärtsspiel ist was ganz Besonderes, vergisst man nie. Aber erst drückt er uns die Daumen. Danke. Ja, Nina. Was denn? Habt ihr Bella schon mal gesehen, wenn es um Kuchen geht? Gib dem Schiri einfach Bellas Kuchen, dann hat sich das Problem erledigt. Ja, klar, das ist richtig. Ich beiß dem das Bein ab. Achtung, der HSV kommt über rechts. Flanke zwar gut gekommen, aber zunächst abgewehrt vom lauter Abwehrspieler. Aber an die Grundlinie durchgesteckt. Und... ich glaube, es gibt erneut die Ecke. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Ich glaube aber ja. Ja, gibt die Ecke. Erneut von der linken Seite. Die 8 des HSV wird ausführen. Da kommt das Leder. Aber. Kanki Mike hat geschrieben, in Hamburg wird's bald geil. Erst Heimspiel gegen Rostock, dann 1. Mai und dann Hamburger Stadtbürger hier um den Aufstieg. Die Hamburger Polizei macht frei am 1. Mai. Ich glaube auch. Ach du Scheiße. Och, das war übrigens sehr, sehr knapp. Die Ecke landete aber nur auf dem Außennetz, also oben drauf. Matthias V. hat geschrieben, 33 Sekunden Verzögerung bitte beachten. An alle, die Uhr über mir stimmt mit der Uhr auf unserem Fernseher überein. Also, falls ihr Pause drücken könnt oder sowas, die Uhr ist mit Matze sozusagen gekoppelt. Klar, bis es bei euch angekommen ist. Ne? Ja, das aber ist ja der Unterschied, weil wir haben ja die Latenz, also, obwohl wir mit extrem niedriger Latenz streamen. Also bitte nicht spoilern. Ja. Freut euch gerne, wenn wir ein Tor schießen oder regt euch auf, aber wartet, bis Mats sich meldet. Mit in Chat schreiben. Danke. Auf dem Weg in die Gegenrichtung, zieht ab! Mist. Die Nina hat Erdbeermaulwurfkuchen. Hat der Schiri aber nochmal Glück gehabt. Das an Hamburg ist. Nee, das war gerade ein sehr, sehr krasser Schnitzer des HSV, der Hintermannschaft. Lautern spielte sich durch an den 16er, aber dann haben sie es dann doch cleverer gemacht. Ich weiß gerade nicht, wer es war, musste dann an der 16-Meter-Kante abziehen und dementsprechend leider nicht reingegangen. Aber das sind eben grobe Fehler, die nicht... also in unserer Sicht natürlich sehr gerne passieren dürfen. Eckball vom FCK von der linken Seite kommt rein. Und es war Puchas, den habe ich auch nur erkannt, weil er die Stuten wieder unten wieder hat. Unten, ja. Er hat aber tatsächlich Schoner drin. Oder? Ja, drin. Wir haben immer noch den Ball. Komm! Schau! Wie der durchgelaufen ist. Alter Schwede! Mann, das hätte passen können! Nach dem Eckball wurde der Ball zunächst geklärt, wir holen uns den Ball wieder und er hat den Ball am Fuß und läuft einfach gemütlich durch und zieht ab die Mitte des 16ers ab, aber dann viel zu ungenau leider. Ach, ist das ärgerlich. Das waren jetzt zwei wirklich clevere Spielzüge. Trotzdem würde ich behaupten, dass der HSV... Was? Was denn? Ja, Moment. Dass der HSV... Gelb-Rot für Nürnberg. Ach du Scheiße. Was? Jetzt schon? Was haben die denn gemacht? Danke an Fabian 421. Danke, danke, danke. Was mir, trotzdem würde ich behaupten, dass der HSV, nicht behaupten, sondern trotzdem würde ich sagen, dass der HSV einen Chancenplus noch hat. Zumindest was die Gefährlichkeit der Chancen angeht. Aber bisher ist das Spiel auf keinen Fall langweilig. Das ist natürlich was Schönes. Ja, Sven meint auch, chancenlos sehe ich uns nicht. Ich hoffe, dass wir... Also ich hoffe, dass wir das... Ich hoffe natürlich... Entschuldigung. Ja, alles gut.
Ich hoffe natürlich sehr, dass Friedhelm Funkel aus den Fehlern im Spiel gegen Düsseldorf lernt und ja, wenn dann so Hans Dick, der hier, ja gut, der ist hier nicht drauf, aber das war jetzt nur ein Beispiel, der war ja gegen Düsseldorf dann irgendwann wirklich K.O. Und das darf halt nicht passieren. Wir dürfen keine Spieler auf dem Grün haben, die quasi stehend K.O. sind und dementsprechend hoffe ich, dass er daraus gelernt hat. Aber wer bin ich, um Friedhelm Funkel irgendwie etwas unterstellen zu wollen, Alter? So, während das da ist, gehe ich kurz. Seestadt Fischer schreibt, Bella hat ein geiles T-Shirt an. Vielen lieben Dank. Das ist Karl-Heinz mit Pyro. Gibt's bei uns im Shop. Genau. Unten in der Beschreibung. Ja, unten in der Beschreibung. Unsere Shop-Daten könnt ihr dort. Ja. hat die gute Liz Deslius entworfen, unseren Karl-Heinz. Die gibt's hier auch auf YouTube, die Liz. Und die hat auch Instagram und die hat noch irgendwelche anderen. Die hat auch einen Etsy-Shop. Hatte mal. Aber die Liz ist voll cool. Bei der könnt ihr auch mal vorbeischauen. Nina hat es selber daheim. Das freut mich. Das ist voll cool, ne? Ja. Die Liz kann echt gut malen. Hm? Ich hab gerade an Police Academy gedacht, wo Heinz Hauer die Rede halten soll. Danke. Wo dann Mahoney sich hinstellt und du hast die Spitze. Ganz tolle Filme, Police Academy. Ja. Wenn ihr mal wieder was Lustiges schauen wollt, schaut euch die Filme an. Ich finde die grandios. Philipp S. hat geschrieben, Matze, hast du schon gehört, dass Schalke ein Stadionverkauf prüft, sollten sie tatsächlich absteigen? Oh, kenne ich jemanden? Ganz viele in Rot. Nee, kenne ich nicht. Schwenk mal drüber, ich will mal gucken. Ich habe das mit einem Ohr gehört. Aber das sind auch wieder so Gerüchte, die ich zwar mitbekomme, mir auch ein bisschen Gedanken drüber mache, aber dann trotzdem erst darüber dann sprechen werde, wenn tatsächlich die Situation spruchreif ist. Achtung, der HSV auf der rechten Seite. Und weg. Das war eine wirklich clevere Idee. Von der Grundlinie diagonal nach hinten in den 16er flach reingelegt. Nicht schlecht, insbesondere weil der Raum eben da war. Aber war eben nicht der richtige Spieler, der dann der Abnehmer war. Wie so von knallgelb-weiß auf hellgrün umschwenkt. Ja, es ist echt. Die Kamera da. Ah ja. Vielen lieben Dank an TomTom, der gerade alles da reingeschrieben hat. Shop, Merch, Direktunterstützung über PayPal etc. Der TomTom ist eben ein grandioser Mod. Ja. Wirklich. Komm, laut natürlich der Rest auch, versteht mich nicht falsch, aber das ist schon, denkt da immer schön aktiv mit. Ja. Lauter 1900 hat schon ein Hotelzimmer in Berlin. Bei dem. Ja, wir stapeln uns bei dir, okay? Ist das in Ordnung? Ja. Ich bin auch ganz platzverschwendet. Ja, genau. Ich wollte sagen, ich bin nicht platzverschwendet. Und dann. Was ist denn mit der Wortkombination heute? Ich wollte sagen, ich bin nicht platzverschwendend und ich. Man kann mich klein an oder irgendwie sowas, dann ist dieser Satz rausgekommen. Ich bin platzverschwendend. Ich bin eben nur deutlich sichtbar, okay? Ja. Hol eigentlich mal Karl-Heinz her. Der muss ja hier mal wieder ein bisschen was auf dem Spiel sehen, der gute Mann. Ich glaube, da liegt Thilo hinten dran, pass auf. Ja. Thilo, der Trilobit. Ja. Ganz tolles Plüschtier. Da liegt ein Fuß. Ja, vom armen Karl-Heinz, er ist amputiert. Also ja. Ich weiß nicht, was wir machen, aber Karl-Heinz, irgendwie, egal wie vorsichtig wir sind, ja. Der verliert immer irgendwas. Ist ein alter Mann. Das passiert. Sven hat geschrieben, die nicht vorhandene Cola sagt mir, wir gewinnen. Alles klar, finde ich gut. JD, hallo Bella, hallo JD. Hi JD. Marc Andres schreibt, Mats und Bella, habt ihr gehört, dass St. Pauli-Fans und Mitglieder das Millerntor kaufen wollen? Ja, da soll eine Stadiongenossenschaft rausgemacht werden.
Das finde ich natürlich äußerst interessant, weil das ein Modell ist, das ich so noch nirgendwo anders gehört habe. Und eben auch nur zeigt, wie welche anderen Wege St. Pauli einschlägt. Also das ist schon was ganz Besonderes. Darüber können wir übrigens gerade sprechen, weil im aktuell ist nur Mittelfeldgeplänkel. Ihr wisst, ich halte euch auf dem Laufenden, so wie jetzt. Wo der HSV sich über die linke Seite probiert reinzuarbeiten. Gelb. Wo ist der Ball? Ich sehe den Ball nicht. Wo ist der Ball? Ach, da unten. Wo ist er? Jetzt ist er im Hellen. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Was denn? Gelb für? Gelb für Nürnberg? Aber da steht doch Rot. Ja, wenn er zwei Gelbe bekommen hat, dann gibt's Gelb-Rot. Hm. Gelb-Rot raus. Ja, es steht trotzdem überall noch 0 zu 0. Matthias Frau schreibt, guter Support von unserem 12. Mann. Finde ich auch. Ja. Hamburg ist halt eben immer eine Reise wert. Ich finde, Hamburg ist so eine wunderschöne, beeindruckende und faszinierende Stadt. Ganz toll. Fußballfreak 2004 ist seit 3 Monaten MDM-Army-Mitglied. Vielen lieben Dank. Noch ein ganz frischer. Ich hoffe, dass du uns lange halten bleibst. Matthias Bass ist gerade erst nach Hause gekommen und von einem Fußballspiel. Er hat sie haben mit 1-2 gewonnen, obwohl sie der Favorit waren. Muss jetzt nur noch Lautern gewinnen. Ganz genau. Wir machen das genauso wie ihr. Gratulation zum Sieg. Immer schön, wenn man als Underdog gewinnt. Freut mich sehr. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass der FCK es euch gleich tut. Ja, 1-2 ist auch sein Tipp. Wunderbar, nehme ich. Ja. Aber jetzt kommt erstmal die Ecke für die Gastgeber. Erneut von der 8, die vorhin schon den Eckball getreten hat, was tatsächlich relativ gefährlich war. Nix. Nee. Sah gefährlicher aus, als es dann am Ende war. Der HSV drückt aber trotzdem, ist wieder bei uns am 16er. Die Lautern machen das aber ziemlich cool, ziemlich clever. Was ist denn heute mit meiner Wortfindungsstörung los? Schon wieder? Was ist denn heute los? Ich habe Wortfindungsstörung. Was ist denn heute mit meiner Wortfindungsstörung los? Ja, was ist denn mit der los? Die ist zu präsent. Das habe ich normalerweise gar nicht so. Philipp Espella und Matze, seid ihr im Pokalfinale mit dabei? Ah, also wir haben vor, hochzufahren. Wir sind dabei, eine Zimmerferienwohnung, wie auch immer. Bahnhofsmission. Genau, wir sind nämlich zu mehreren. Wir sind, glaube ich, zu 6 oder was? Zu 9. Zu 9 mittlerweile? Mhm. Und es werden mehr. Okay. Ja. Ich dachte, wir fahren aber von 6 zu hier unten los, oder? Ist egal. Jedenfalls, wir haben vor, mit hochzukommen. Wir versuchen natürlich auch Tickets zu erwischen. Wenn wir keine kriegen, Ecke von links, dann sind wir trotzdem mit dabei. Ja, Ecke von der linken Seite. Ich habe aber schon gesagt, ich habe nicht mehr wirklich Urlaub. Der ging drüber. Das war gefährlich. Aber auch. Ich habe schon gesagt, ich habe keinen Urlaub. Wir fahren Freitag hoch und Sonntag wieder zurück. Also wir sind nur wirklich fürs Spiel da. Komme, was wolle. Da wird gefeiert und es... Rüdiger schreibt, alle zusammen für unseren FCK, sieht ja ganz gut aus bisher, ein bisschen besser ausgespielt und ein Tor wäre möglich gewesen. Ja. Yo. Aktuell schnürt uns aber der HSV ziemlich in der eigenen Hälfte ein. Wir wollten gerade den Vorstoß zum Gegner wagen. Tor aber für Kiel wird mir nicht angezeigt. Doch jetzt, ein Tor für Kiel. Die spielen gegen Nürnberg, ne? Ja, 0-1. Ja. Naja, gut, mit der roten Karte. Ja, und das auch noch so früh, Alter. Da bist du einfach, weiß nicht, 80 Minuten in Unterzahl. Und das gegen Kiel, die ja wirklich eine stabile Saison spielen. Enorm stabil. Also Nina meint, wenn sie Tickets kriegen, würden sie auch zu viert hochfahren. Ah ja. Müssen alle dabei sein. Egal wie, wir sind dabei. Außer Scheiße. So, jetzt haben wir vielleicht mal etwas Raum. Sind endlich mal wieder in der gegnerischen Hälfte. An der rechten Außenbahn
gebremst worden. Der Lautra, Ball abgenommen. Ball im Seitenaus, dementsprechend Einwurf für uns. Eine 16er. Schauen wir, was wir draus machen. Sind an der Grundlinie. Oh, es gibt Eckball. Nee. Einwurf. Ah. Ach, der hat den Ball aufgehoben. Ich dachte, er hätte ihn hingelegt. Genau das Umgekehrte gemacht hat. Einwurf an der Eckfahne. Und raus. Und aus. Ja, schön. Super. Gibt es jetzt Ecke oder nicht? Ja. Müsste jetzt Ecke geben anhand, Einwurf, wie die Spieler sich bewegen. Schon wieder Einwurf. Was ist denn los? Ich kommentiere jetzt hier gar nicht mehr. Was wird denn Eckball geben? Das war Einwurf. Ich habe prognostiziert. Ich kann in die Zukunft blicken. Ich sehe die Realität zwar nicht, also die, meine jetzige Umgebung, aber mein körperliches Auge ist getrübt, doch das innere Auge blickt in die Zukunft. Dann sag mir bitte mal die Lottozahl. Nee, so weit geht nicht. Stimmt, wir haben Samstag. Ja, stimmt, ich hab genau darüber hab ich gerade nachgedacht. Vielleicht sind wir ja schon reich. Ja. Ecke kommt. Ball ist raus. Wenn wir im Lotto gewinnen, dann kaufe ich mir aber. So, es gibt Freistoß für den FCK. Übrigens, Sie haben einen voll coolen Comic gesehen, so, während da der Freistoß vorbereitet wird. Ja, das ist ziemlich eindeutig. Da kann man auch mal Geld geben. Ich habe einen Comic gesehen, so läuft jemand ins Flugzeug und das Flugzeug ist komplett leer. Und dann, wie war der Spruch? Sie haben den Flieger für sich alleine. Es sollte ein Kongress der Hellseher mitfliegen, aber die sind aus welchem Grund auch immer nicht erschienen. Ja. Die haben kurzfristig abgesagt, genau. Freistoß kommt. Ach, schade, abgewehrt. Aber wir haben den Ball noch am 16er. Reingechippt und bring ihn rein! Oh, das war sehr gut gespielt. Schön reingechippt, gut abgenommen, aber nicht passend verwertet. In der Drehung abgezogen und leider nicht den Kasten, sondern dran vorbei getroffen. Wir haben ein neues MDM-Mitglied und zwar den Waldemar Gergert. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Herzlich willkommen bei der MDM Army. Und ich hoffe natürlich, du hast ganz viel Spaß mit den Emojis und natürlich auch viel Spaß bei den Kram, die wir machen. Herzlich willkommen hier im beiden Verrückten. Genau. Herzlich willkommen im Irrenhaus. Ja, genau. Im Irrenhaus, wo jeder willkommen ist. Ja. So, Lautern. Am 16er. Komm, bring ihn rein, bring ihn rüber. Ah, mach! Ah. Oh, schade. Er ist abgeprallt am Torwart. Das waren jetzt zwei sehr gute Chancen in kürzester Zeit. Der FCK spielt sich von der linken Seite rein, gibt den Ball quer in 16er, aber der Ball dann abgeprallt und abgewehrt zur Ecke. Und die Ecke ist schon ausgeführt. Komm, hol dir den Ball. Ach, Mist. Scheiße. Wir haben nur noch 11 Sekunden Unterschied. Das freut mich. So. Der HSV im Konter. Holt sich in der eigenen Hälfte den Ball, stürmt nach vorne, geht über die linke Seite. Die Abwehr rückt aber ziemlich schnell mit auf. Haben das Spiel auch noch langsam machen können für den HSV, sodass wir jetzt wieder formiert hinten stehen am 16er. Obwohl der Ball jetzt auf der rechten Seite rübergegeben wurde, jetzt befindet sich der HSV an der Kante. Akatarum möchte den Weg finden. Da hätte man vielleicht auch mal die Brechstange benutzen können. Jetzt wieder auf der linken. Lautern spielt.
macht. Das erinnert mich gerade an Duisburg, Mann! Im 16er probieren wir endlich jetzt mal den Ball wegzukriegen. Gott sei Dank haben wir ihn. Schön, schön. Ich sehe den Ball nicht. Wo ist der Ball? Rechts beim Torwart. Oh, den du wahrscheinlich auch nicht siehst. Nein, der ist so hell. Ah, da ist er. Hallo, Torwart. Hallo, Matthias. Sven meint, wir sind klar das bessere Team und auch Marc Andres schreibt, der FCK ist deutlich öfters in der Hälfte des Hauses. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das bessere Team sind. Ich würde sagen, dass wir gute Chancen uns rausgearbeitet haben, die jetzt, lauf, mach, bitte! Warum war er denn gerade so egoistisch? Ich habe leider nicht gesehen, was passiert ist. Das war jetzt nicht gerade clever. Vielleicht wollte er ja nach rechts abschießen, aber weil da waren ja zwei. Ja, das hätte er machen können, schon vorher. Er ist am Schiri abgeprallt, gerade der Ball. Alte Kien, was stehst du da dumm in der Gegend rum? Seestadt Fischer fragt, wieso ist das im Nebenzimmer so leise bei euch? Ja, der Marc ist heute zu Hause. Ja, stimmt. Ich habe gerade überlegt, was meinst du? Das war, ach, das hätte man wirklich anders lösen können. Sehr ärgerlich. Wir haben uns gut reingespielt. Es haben sich auch andere FCK-Spieler angeboten. Aber, ja. Jetzt ist der ASV wieder am... Daniel Hoffmann hat gerade eben eingeschaltet und fragt, muss ich wieder mit Hunden in den Wald oder kann ich am Pool weiterarbeiten? Nimm deinen Hund mal mit zum Pool. Sicher ist sicher. Nein, du Gottes Willen, pass auf. Übrigens, sehr cool, Pool ist toll. Sehr cool, Pool ist cool. Ja. Aber bisher läuft es wirklich gar nicht mal so schlecht. Das ist, weil er gerade erst eingeschaltet hat. Seit wann guckst du eigentlich so? Florian Grab schickt Moin aus Hamburg. Moin Moin. Ah ne, Moin Moin ist Gesabbel. Rüdiger schreibt, bisher haben wir mehr vom Spiel, richtig gut, weiter so FCK. Da mehr vom Spiel, da würde ich gerne diskutieren drüber, weil der HSV halt wirklich schon gefühlt, ich glaube, 5 Ecken hatte, gut, wir auch 3 oder sowas. Und ich habe den Ball einfach nicht, wirklich, ich krieg das nicht. Wo ist der denn? Der muss ja da sein. Da. Gut, jetzt wieder in der gegnerischen Hälfte spielen wir den Ball über links. Ja. Ich stelle das Bier schon mal hin für den Torjubel. Ich will ja nichts verschütten. Ah. Flanke von halb links rein. Abgewehrt. Und da ist der Ball schon wieder weg. Madeleine DSC schickt ein kurzes Hallöchen aus unserer Pause. Hallo. Grüße in die Pause. Genießen. Ja, genau. Pause machen ist immer schön. Ja, bei dem schönen Wetter. Kaiserslautern Freak schickt guten Morgen aus Geuse. Bin gerade aufgestanden. Guck wegen dir das an. Nachtschicht. Da kommt die Flanke von links. Mhm. Das war knapp. Haarscharf. Das war. Der hätte reinschlagen können. Beste Chance bisher vom ASV. Von der linken Seite reingespielt. War es Posten, ne? Ja, Posten. Ja. Ja, Hamburger Jung meint auch, wenn das Baumgart Masterclass ist, dann hole ich liebend gern einen Walter mit der Schubkacht. Oh Gott, Bruder. Das ist ein Spruch. Sehr schön gesagt. Max B072 schreibt, hey Matze, gehst du eigentlich noch ins Stadion aufgrund deiner Krankheit oder holst du den Betze lieber zu dir nach Hause? Nein. Ein Leben ohne Stadion, das ist... Ist machbar, pass aber auf, nicht. Ins Stadion gehen ist für mich wie atmen. Man kann das unterdrücken. Eine gewisse Zeit, eine gewisse Dauer kann man die Luft anhalten. Und am Anfang sagt man, ja gut, ist in Ordnung. Dann gehen Sekunden rum, da fängt es dann an schwerer zu werden und schwerer und schwerer. Und irgendwann kann man nicht anders und dann muss man wieder atmen, sonst stirbt man. Und
Ja, ich glaube genauso, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich glaube genauso ist es bei mir mit dem Fußball. Ins Stadion gehen. Ich halte es ohne Stadion eine gewisse Zeit aus, aber irgendwann brennt es so extrem unter der Haut und alles, dass das gar nicht anders geht. Was? Haben wir Geld bekommen? Sommer- und Winterpause. Ja, zum Beispiel. Hamburger Jung schreibt auch, ein Leben ohne Stadion ist möglich, aber was ist los? Verein. Kiel hat noch ein Tor geschossen. Wir lassen dich nie im Stich. Lautern, wir lieben dich. Wow, wow, wow. Der Chat sagt, dass Kiel Support noch ein Tor geschossen hat. Das wird mir noch nicht angezeigt, aber... Unser Internet ist langsam. Ja, wir schauen nämlich hier gerade nicht die Zweitliga-Begegnung, sondern die UEFA-Cup-Begegnung von 1973. Gabriel. Achtung! Achtung, Achtung! Bleib dran, geh hin! Und drin. Ja, super. Das hat sich abgezeichnet nach dem Lattentreffer eben. Nach dem Pfostenschuss eben war cleverer dran und wir haben gerade eben im 16er dem Hamburger Spieler einfach nur zugeschaut, nicht dran gegangen. Gut, das ist ja im 16er sowieso immer eine Gefahr, dann einfach quergelegt vor den 16er, vor den 5 Meter Raum. Ja, das war so viele Leute, ja. Und doch keiner dazwischen. Ja, einer ist dazwischen gegangen. Ja, super. Himmelmann war zwar in der richtigen Ecke, aber ja, super. Da legen wir 1-0 hinten. Ja, ich gehe aufs Klo. Okay. Klasse. Aber bisher war es ja immer so gewesen, wir mussten erst ein Gegentor erzielen, damit wir richtig durchgezogen haben. Vielleicht ist das jetzt auch wieder. Und jetzt machen wir ein 1-2 oder 1-3. Wer sie vorne nicht macht, bekommt sie hinten rein. Spitze. Ganz toll. Ganz toll. Da waren wir nicht nah genug am Mann. Mori schreibt, hallo zusammen, optimistisch bleiben. Hamburg kommt über rechts. Fällt halt schwer gegen eine Mannschaft wie den HSV, die ganz weit oben stehen. Ja, Kanki Mike schreibt auch, Himmelmann im Volkspark getunnelt, das Tor schmerzt bis nach St. Pauli. Ganz da oben, das war noch vorm Tor, hat Seestadt Fischer geschrieben, nicht böse gemeint, aber unsere Offensivspieler sind wirklich nicht die hellsten auf der Torte. Wie kann man so schlecht Entscheidungen treffen? Und Samuan hat dann gefragt, sind unsere Abwehrspieler denn heller? Max B072 schreibt, aber du gehst nur für die Emotionen, weil sehen tust du doch nichts, aber find das saustark von dir, Respekt. Ja, genau. Ich sehe vom Spiel eigentlich nichts, aber... Die Nina hat Christian zitiert, ins Stadion gehen ist nicht nur Fußball, sondern auch einfach Leute treffen, Schwätzchen halten und die Atmosphäre. Ganz genau. Wie ich immer sagte, der FCK ist der Grund, aber nicht der Anlass.
Fisch, dann Fischer meint, es soll um Gewalt gehen, um Schmerzen und Adrenalin und um die Frage, warum sich manche Männer ein Leben ohne all das nicht vorstellen können. Ja. Pyrowolf94. Hi, Dennis. Ich hab's mir gemerkt. Das ist der Dennis. Ah, hi, Dennis, mein Freund. Schreibt Huhu, Matze, Bella, ich bin's, Dennis. Grüße von zu Hause, hoffe, euch geht's gut, ja. Ja, wenn wir dich hören, immer gut, aber bei dem Spiel stand gerade nicht so. Aber noch haben wir ja ein bisschen Zeit, ne? Ja. Denn Lautern... Ja. Ja, genau. Aber schön, dass du da bist. Ja. Julian M. schreibt, auf geht's Lautern, kämpfen und siegen. Grüße aus Stuttgart. Grüße nach Stuttgart. Und Dennis Weber schreibt, wir sind eine große Familie. Ja. Der FCK. Das ist richtig. Hamburg probiert über links reinzukommen. Jetzt machen wir die Räume wieder eng. Oh, abgepfiffen. Also, abgepfiffen wegen Offensivfoul. Entschuldigung, das hätte ich vielleicht auch dazu sagen können für diejenigen, die es nicht sehen. War Offensivfoul, ja, ja. Alles cool. Das ist halt wirklich gerade endlos frustrierend, weil wir wirklich zwei, drei sehr gute Chancen hatten und die einfach so halbherzig gespielt haben. Aber es hat sich eben, wie erwähnt, abgezeichnet, weil der HSV eben präsenter, aktiver nach vorne war und ja, gerade mit diesem Pfostenschuss. Ja, scheiße. Seestadt Fischer bewundert all die Leute, die oder bewundert die Leute, die zu allen Spielen gehen, heim wie auswärts. Ja, alles Fahrer sind schon geil. Die Zeit haben dafür. Und Dennis schreibt, ja, mir geht's super. Bella hat sich's gemerkt, das freut mich. ja, nach dem 1-0 Rückstand ist die Laune ein bisschen unten, aber er klopft fest an uns. Ja, also noch habe ich Hoffnung. Ich habe die ganze Zeit Ausschau gehalten. Nach deinem Bild, nach deinem Profilbild und nach dem Namen. Ja. Ja. Nein! Ah, da war niemand! So. Ah, Mann! Hinterm Torwand stand jemand, aber der war. Ja. Der Winkel war viel zu spitz. Ja, er zieht ab von der Grundlinie drauf. Abgeprallt, aber da stand kein Lautra. Genau da, wo er hätte stehen sollen. Um abzustauben. Scheiße! Mann! Florian Göbel schreibt, Servus ihr zwei, Grüße aus Nürnberg, Kiel führt auch gegen uns, Mann, Mann, Mann. Ja. Und Marc Andres fragt, Mats und Bella, wäre euch meine geliebte Fortuna im Pokalfinale lieber gewesen? Das wäre mein Traumfinale gewesen. Ja, das wäre schon cool gewesen. Muss man so sagen. Denn da wäre es auf jeden Fall ein, und ich möchte unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber das Finale etwas spannender geworden. So, kommt. Ah. Lautern arbeitet sich an den 16er. Komm. Ach, das war... Das war im Gegensatz zu uns eben clever in der Abwehr gespielt. Aber noch ist der Ball heiß gewesen. Jetzt gibt's Eckball. Warum haben die eigentlich rote Hosen an? Ich möchte nichts Falsches sagen. Wir haben bestimmt einen Hamburger unter uns, der das Hamburger erklären Jung. Kann. Warum? Hamburger Jung, der kann es das. Warum habt ihr rote Hosen an? Oder alle anderen Hamburger, die ich nicht als Hamburger erkennen kann. So, komm. Jetzt freuen wir uns erstmal über das Tor. Oh, hey. Hi,
Hans-Peter Ems schickt Grüße aus Homburg, Saar-Pfalz-Kreis. Drücken euch ganz fest die Daumen. Dankeschön. Vielen Dank. An der Grundlinie haben wir den Ball bringen. Oh. Und Grüße ins Aller. Scheiße. Rüdiger schreibt, nein, 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 ich akzeptiere keine Niederlage heute. Das kann und darf nicht sein. Die ersten 30 Minuten waren doch richtig gut. Weiter so, vergesst das Gegentor und schießt frei. Ja. Ui, Kiel. Für 3-0. Hamburger Jung meint, ah, natürlich, dass der Name Rothosen passt. Ach so, ja, das ergibt Sinn. Das sind nicht die roten Hosen, sondern die roten Rosen. Umgekehrt, Schatz. Hat Marc-Andreas geschrieben. Achso. Snoopy S04 schreibt, hallo ihr beiden, Grüße aus Schleswig-Holstein. Ich glaube, der Abstiegskampf geht bis zum letzten Spieltag. Laut der KI-Berechnung werden wir es am letzten Spieltag gegen Braunschweig schaffen, auf 15 zu kommen. Das machen aber meine Nerven nicht mit. Komm! Ja, darum... Rainer Erwongel meint, dass Tachi runter muss, null defensiv verhalten. Und Matthias V. meint auch, nix auf der Abel halt. Ja, 0-3. Sven meint, dass wir es vielleicht mal mit zwei Stürmern versuchen sollen. Ja, ich hoffe, dass wir taktisch umstellen jetzt dann, weil das... Nee. Ah. Hamburger Jung geht schwer davon aus, dass es mit dem Hamburger Stadtwappen zu tun hat, welches rot-weiß ist. Hm. Auf der Nord ist normal auch eine Fahne mit dem Stadtwappen zu sehen. Okay, okay. Na okay, rote Hosen, weißes ich hab's, Shirt. Ich hab das mal in einem... Na, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das mal gelesen habe und dann auch eine Minute Nachspielzeit. Ist ein bisschen wenig, aber bei den ganzen Ecken und so. Ich habe das mal in einem Video erwähnt oder erklärt und ich weiß es aber echt nicht mehr. Komm! Ja! 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 Ausgleich kurz vor der Halbzeit! Ja! Karl-Heinz! Yes! Ja! 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 So will ich das sehen, Mann! Geil! Herrlich! Ballverlust im Mittelfeld, nach vorne gegeben, auf die linke Seite und dann quergelegt und perfekt. Keiner kommt an den Ball. Das war, mit Verlaub, sorry, nicht die beste Abwehrleistung. Und wer war's? Ist es Ache? Ja, bestimmt. Ache stand dann am Ende, ja, goldrichtig, quer rübergelegt und der schiebt rein. Yes! Ja, 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 ja! Oh. Wie ist denn das passiert, fragt die Nina. Ja, ich habe es zwar gesehen, aber irgendwie hat sich keiner richtig gefreut und irgendwie war das seltsam und deswegen war ich jetzt gerade nicht so... Yeah, Mann! Die Kurve ist da. Natürlich auch vorher schon gewesen. Die gehen ja nicht heim. Jetzt gehen sie heim. Nee, ja, jetzt gehen wir zum Pausentee. Sau stabil! Ja, Mann! Jetzt geht's mir gut. Prost auf euch, auf eine mega spannende zweite Halbzeit. Eine kurze Frage in die Runde. Wir haben jetzt ja das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht. Und sind weitergekommen. Dafür gibt es ja wieder eine Prämie. Wie hoch ist die denn? Also ich weiß es wirklich nicht. Kein Joke.
so, wir geben im Frank, glaube ich, noch so ein, zwei, drei Minuten, denn unser Außenreporter im Hohen Norden, Vorortreporter, nicht Vorortreporter, sondern Vorortreporter, da rauche ich eine und dann rufe ich ihn an. Okay, dann gehen wir noch kurz den Chat durch. Oh, Leute! Grandiositastisch, Alter. Hamburger Jung meint, das kannst du keinem erzählen. Gottloser Ballverlust und dann klotzt der ganze Haufen zu, wie Lautern Fußball spielt. Das ist unglaublich. Meine Fresse, Alter. Ich brauche ein Bier. Ja, also das meine ich jetzt ganz ehrlich. Natürlich freue ich mich, dass wir ausgeglichen haben. Aber das habe ich ja gesagt, dass das echt, da kam der Ball und jeder hat irgendwie sich, ja, der rollt halt da. Es tut mir leid, das soll nicht blöd klingen, aber mich freut's halt. Aber bei uns würde ich mich genauso aufregen wie du. Ja. Und dann sage ich trotzdem ein Prost auf eine spannende und faire zweite Halbzeit. Ja, dann guck mal in den Chat. Kanki meint, freut sich natürlich, schreit ja, und es ist, wie unser Experte vom Millern-Tor geschrieben hat, solange Baumgart nicht selbst Innenverteidiger spielt, ändert der Trainerwechsel gar nichts. Ich mache mir mal einen Tacken leiser. Ja. Und damit es jetzt nochmal jeder mitkriegt, weil ich das so ehrenvoll finde, kannst du das nochmal einblenden. Ist ganz oben. Ja, Moment, ganz kurz. Ich habe mich da wirklich, als ich das gesehen habe, ehrlich, ganz aufrichtig drüber gefreut. Und ich empfinde das als eine ganz tolle Geste, dass die Ultraszene des HSV am Gästeblock ein Banner angebracht hat. Ja. Hast du schon eingeblendet? Ja, ja. Ah, am Gästeblock ein Banner eingeblendet hat, das seht ihr hier unten. Hasemann unvergessen. Das finde ich einfach unglaublich schön, eine tolle Geste, eine ehrenvolle Geste, denn unser Hasemann, ehemaliger Vorsänger, ist ja vor 3 Jahren von uns gegangen und das hat sich dann jetzt eben gejährt beim DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FC Saarbrücken und dass daran noch erinnert wird, wirklich Ehre. Das wollte ich nur nochmal sagen, weil ich das so eine tolle Geste fand. Ja. So, ja, was schreibt denn der Chat? Daniel Hoffmann hat vor Schreck den Poolsauger fallen lassen. Hund liegt auf der Sonnenliege und Handy daneben. Mensch, ist der geflitzt. Oh, es tut mir leid. Ich wollte deinen Hund nicht erschrecken. Das tut mir leid. Aber die Freude war jetzt doch etwas überschwänglicher. Matthias V. hat auch 4 Euro gespendet. Oh, vielen Dank. Wir sind die Jungs aus Lautern. Die Fans vom FCK. Vielen lieben Dank, Matthias. Cool. Vielen Dank. Du hast 2-mal 4 Euro gespendet, Matthias. Ja, dann müssen wir jetzt noch ein Tor schießen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Müssen wir noch ein Tor schießen. Dass das sich wieder ausgleicht. Nochmal vielen lieben Dank. Ob absichtlich oder nicht. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Bester Mann. Ja, dann schieß mal noch ein Tor und dann passt es. Ja, genau. Ah, es ging hier gerade um das Geld. Kevin meinte, in der vergangenen Saison 22/23 erhielt der Gewinner 4.320.000 Euro DFB-Finale. Okay. Seestadt Fischer hat gemeint, Zweitplatzierte 2.880.000. Siegermannschaft, ja genau, wie Kevin gesagt hat. Okay. Marc Andres schreibt 3,5. Okay. Ja. Danke, also dann bin ich wenigstens tendenziell genau in der Gedankenschiene, dass es so zwischen 3 und 4 sich bewegt. Wolfgang Busal schreibt, hallo Bella und Matze, schön euch zu sehen und ich freue mich so, dich lächeln zu sehen. Ich kann auch ein wunderschönes Lächeln machen. Das ist total bescheuert. Patte GS schreibt, hallo zusammen, Gruß aus Dresden, finde eine gute erste Halbzeit von euch, verdiente Ausgleich. Ja, denke ich auch. So, bist du durch? Nein. Florian Göbel meint, das 0-2 war echt ein Witz gegen uns Nürnberg-Spieler. Uns Nürnberg-Spieler macht einen Einwurf direkt auf die Füße eines Kieler-Spielers zum Tor kotzen. Zum Kotzen.
Das sind so Sachen, wo man manchmal am liebsten hingehen würde und würde seinen eigenen Spieler einfach mal schütteln. Hat das UFO eine Bedeutung? Nein, ich freue mich einfach nur, wenn ihr euch über das UFO freut. Ja. Das haben wir damals irgendwann bei einem random Stream reingemacht, weil ich das einfach eine lustige Idee fand. Und dann habe ich es einfach drin gelassen, weil ich es eine lustige Idee finde. Ja. Jetzt kannst du, hat Frank geschrieben. Alles gleich, ruf ihn an. Da ist er. Schön. Frank ist mittlerweile auf Kurzwahl, dass ich ihn nicht immer suchen muss. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Frank. Na, wie geht's? Wie steht's? Nervenaufreibend. Frank? Ja, hallo? Ja, nervenaufreibend, da war es abgehackt. Genau, nervenaufreibend, aber schön in Hamburg. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Wie ist die Stimmung? Stimmung ist eigentlich ganz gut. Ja, man hört euch immer wieder lautstark zwischendrin, ja, ja. Ja, nach dem 1-0 wurde es ein bisschen genervter, ein bisschen, man kennt es eigentlich so, dieses Selbstverzehren und ruhig und am Fluchen. Ja. Das hat sich jetzt mit dem Pausenpfiff quasi gelegt. Es wird jetzt gerade auch in der Halbzeit immer noch gesungen. Deswegen bin ich extra raus aus dem Stadion, also aus dem Das und stehe jetzt quasi hinter der Tribüne. Das finde ich sehr lieb, dass du dir die Mühe machst, damit du uns vor Ort berichten kannst. Wie ist denn die Stimmung des HSV? Eigentlich ganz gut. Also, wie man es halt vom HSV kennt, volles Haus. Kommt ja gut rüber, was bei uns ankommt. Macht viel immer Spaß. Also, ich habe hier beim HSV eigentlich noch nie schlechte Spiele erlebt und schlechte Stimmung. Macht immer wieder Freude. Dann erneut die Abfrage. Das ist jetzt dein 598. Spiel, wenn ich richtig rechne. Ja, ich glaube, 598. Richtig. Das heißt, beim Heimspiel gegen Wien Wiesbaden feierst du dein 600. FCK-Spiel. Genau. Da freue ich mich ganz extrem für dich. Wir hatten es nämlich während der Halbzeit schon über alles Fahrer und da bist du mir natürlich in den Sinn gekommen. Und das freut mich sehr, dass du uns auch immer von außen berichten kannst. Und also erstmal danke dafür. Aber jetzt, wie ist denn deine Einschätzung? Meinst du, in welche Richtung wird denn das Spiel noch kippen? Ich hoffe, dass es so bleibt, also mit dem Unentschieden. Mhm. Dafür müssen wir aber mal ganz dringend die rechte Abwehrseite zukriegen. Ja. Ich kritisiere selten Spieler, das weißt du, aber Touré gefällt mir gar nicht. Das ist sehr interessant, denn genau diesen Spieler habe ich jetzt schon mehrfach von Bella vorgelesen bekommen, dass viele nicht einverstanden sind mit ihm. Also, er steht immer für mich einen Schritt zu weit weg. Er ist Gedanken langsam, also er kommt zu wenig. Also, da muss ein bisschen was kommen. Dann ist ein Unentschieden drin. Ja. Vielleicht auch mit einem ganz, ganz viel Glück auch noch ein knapper Sieg, aber die letzten Wochen gerade im Ligabetrieb haben mich keins gelehrt. Wir sind hinten einfach zu offen, wir kriegen eher noch zwei, als dass wir noch eins machen. Bleiben wir aber optimistisch, denn ich habe das Gefühl, dass wir bisher auf jeden Fall ein Spiel abliefern, das nicht ganz auf Augenhöhe ist, aber nicht auf dieser Ebene, wie es tabellarisch den Unterschied darstellt. Das ist richtig, das stimmt. Wir sind halt gut mit, wir spielen schön mit, also es macht Spaß, teilweise zuzuschauen. Kurz vor dem Tor habe ich doch gemeint, zu meiner Nachbarin, zu lieben Desiree, Grüße auch mal hier über den Stream. Desiree, Uwe, Tanja, Alminonna. Habe ich nur gemeint, so ja, jetzt hatten wir kurz so eine Phase, wo wir echt mitgehalten haben, wo wir in HSV so schön mitlaufen konnten und dann spielen wir sie wieder stark. Ja. Dann habe ich das gesagt, fällt das Tor. Es war wieder so typisch FCK. Ja, insbesondere bei eben dem Tor, dem 1-0, da waren mir sämtliche Abwehrspieler nicht nah genug am Mann und keine Aktivität zum Ball aggressiv genug. Ja. Aber ich hoffe, dass Friedhelm Funkel jetzt in den während des Pausentees den einen oder anderen Spieler ins Gewissen spricht, damit sich genau das ändert, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass heute was zu holen ist. Genau, es war klassisch zugeschaut und das müssen wir abstellen und dann geht was. Ein Punkt wäre sehr, sehr wichtig, 3 Punkte wäre noch besser, aber ich gebe mich mit dem Punkt zufrieden, das fände ich echt super.
Okay, dann noch eine persönliche Frage. Fahrt ihr nach dem Spiel nach Hause oder bleibt ihr bis morgen? Nein, wir bleiben noch bis morgen. Wir werden heute Abend noch kurz über den Dom schlendern. Oh, schön! Dom ist, dann muss man natürlich auf den Dom. Ja, natürlich. Und danach mal schauen, was wir noch machen. Vielleicht ein bisschen unten an den Hafen. Portugiesenviertel, mal sehen. Sehr, sehr cool. Dann wünsche ich euch allen einen ganz tollen Aufenthalt in der Hansestadt. Drück alle ganz herzlich von mir, habt eine tolle Zeit und egal wie das Spiel am Schluss endet, genießt es einfach gemeinsam. Wir wären gerne bei euch. Vielen, vielen Dank und ganz liebe Grüße aus Hamburg hier an dich, an Bella, die Regie und mich zuletzt an den Chat. Und natürlich von allen genannten herzliche Grüße an alle in Hamburg zurück. Dankeschön. Bis dann. Danke. Wir sehen uns. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ich kann mich erinnern, da waren wir in Hamburg gewesen. Da war Dom. Da seid ihr noch mit der letzten Fahrt. Ja. Da hat euch noch einmal fahren lassen. Dieses komische Tassen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das dreht sich so auf einer Plattform. Ein Kraken dreht sich entgegen. Auf den Ärmeln des Kraken sind dann nochmal Dinger. Oh, da wird mir mit drei Stück, die sich nochmal kontra drehen. Und die Gondeln selbst überschlagen sich und drehen sich auch nochmal. Nee. Herrlich. Das hat so viel Spaß gemacht. Ach Gott, hab ich das gefeiert. Da gibt's das Video, da müsst ihr mal schauen. Das war von St. Pauli. Und mein Stiefvater, herzliche Grüße an dich, lieber Gernot, und ich sind da gemeinsam gefahren und wir haben die ganze Zeit so laut, wir konnten mitgegrölt. Also niedergegrölt. Es ist laut. Und immer wenn Kai! Weil sie es halt immer weggedreht hat. Das ist so schön. Ganz tolle Aufnahme. Ja. Wirklich, die hat ganz. Und das war einfach ein super Tag. Also, Spiel war auch gut. Wir haben gewonnen. Ja. 3-2, wenn ich mich richtig erinnere. Nina kann sich auch dran erinnern. Ja, es war wirklich grandios. Und das nochmal ganz viel Liebe. Denn der Dom, der macht halt relativ früh zu. Klar, Lärmbelästigung. Aber das sind wir hier gar nicht so gewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil bei uns gibt es halt große Feste. Das ist bei uns halt der Borschtmarkt. Und da geht es dann halt bis spät in die Nacht, aber in Hamburg ist ja immer was los und da ist dann sowas, muss man halt irgendwann mal Druck machen. Aber sie haben uns nochmal fahren lassen, das war cool. Ja, das war, glaube ich, die letzte Runde. Ja. Ja. Nee, ich glaube, der hat sogar für uns die letzte Runde gemacht. Ja, ist das schön kotzen gegangen. Ist der kotzen gegangen? Weiß ich nicht, hat Nina geschrieben, ich kann oder? Mich nicht erinnern. Ich glaube nicht. Mir war selber so schlecht gewesen, nur vom Hingucken, ich kann es nicht. Ach, war das herrlich, ja. Gar nicht. Ich gehe nochmal kurz aufs Klöne. Das ist auch, wenn wir tatsächlich mal in Holiday Park gehen oder sowas, dann gehen wir zu dritt. Ich gehe dann so was ganz einfaches Kinderdinger mit und Matze geht dann mit der dritten Person halt auf die ekligen Dinger. Also wilde Maus kann ich noch fahren, aber danach ist es gut. Das ist bei mir. Ich kann auch kein Freefall Tower. Geht nicht. Aber wir waren im Moviepark. War das Moviepark? Ja, ich glaube gewesen. Und da wollten wir unbedingt Bilder machen. Man kann ja Bilder kaufen. Und da war immer irgendjemand vor uns, der die Hände hochgehoben hat oder es hat nicht gepasst und sowas. Mir war danach so kotzübel. Also, ja, doch. Mhm. Genau. Schön. Was? Schön. Ja. An dieser Stelle möchte ich übrigens mal anmerken, weil du gerade Holiday Park sagst, wir kommen wieder zurück. Ich bin absolut für Rucksacktickets. Gehst du schnell flitzen? Ja. Ja. Wahrscheinlich auch schnell. Wahrscheinlich hat er auch unten geklingelt. Und ja, ich bin ganz strikt für Rucksacktickets, sprich Eintrittskarten, die für Personen sind, die nur da sind, um auf die Rucksäcke aufzupassen. Das könnte man über Kabelbinder in verschiedenen Farben am Arm lösen, wo dann zum Beispiel die, wo fahren dürfen, rot tragen und derjenige, der halt auf die Rucksäcke aufpasst, blau hat, damit eben diese Person, die dabei ist, um dabei zu sein, um Spaß mit den Leuten zu haben, aber halt eben nichts fahren möchte. Bella hat da ja wirklich große Probleme, teilweise. Die, ich dran denke, wird mir schon schwer. Ja, die sollen dann weniger zahlen. Was war das? Post, Amazon. Amazon, okay. Sie haben Post, sie haben Amazon. So, aber genug von Vergnügungsparks. Jetzt gehen wir in den Volkspark. Mir wird nur schlecht, wenn ich dran denke. Wir gehen zurück in den Volkspark. Wo ist denn hier der
Ist der Knopf? Hallo Knopf. Hallo Knopf. Hallo Matthias. So. UFO. Oh, ZHD. ZHD hat 5 Euro gespendet. Wow, vielen Dank. Das haben wir ja gar nicht mitgekriegt. Dankeschön, Dankeschön. Ein Prost. Wissen wir wirklich zu schätzen. Vielen lieben Dank, das ist total untergegangen. Auf das 1:2 hat er geschrieben. Auf das 1:2. So, Sirius R. meint, bei Lautern kann alles passieren. Kann ein Sieg werden oder es läuft so wie gegen Düsseldorf. Ich bin gespannt auf die zweite Halbzeit. Viele Grüße aus Augsburg. Grüße nach Augsburg. Johann B. Willi kommt... Achtung, halt, Schatz. Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Ja. Hast du? Ja, aber nicht schnell genug. Aber sie zeigen es auch nicht an, ich mach's dann. Johann B. Willi hat gefragt, wegen was ist Hasemann gestorben? Genau, was genau ist passiert, wenn ich fragen darf? RIP von einem Mainz 05-Fan. Grüße und danke bezüglich der Frage, aber also ich weiß es, möchte das aber hier nicht, weil ich nicht weiß, ob es okay ist für die Familie und so weiter, denn ja, so Geschichten, Krankengeschichten und so, ja. Oh, ich höre uns im Hintergrund. Ich hoffe auf dein Verständnis. So, Lautern ist aktiv nach vorne und ist jetzt wieder im Seitenhaus. Moment, die Uhr da oben. Gut, müsst jetzt übereinstimmen. Oh nein, das ist jetzt ein Witz, oder? Ist das jetzt ein verfickter Witz, oder was? Oh, am Kopf. Volle Kanne, Kopf an Kopf. Der mit Anlauf, ja. Guck dir das an. Schön. Und weißt du, wer das ist? Ja. Ich hasse diesen Satz mittlerweile, Ache am Boden. Aber er steht schon wieder auf. Vielleicht ein bisschen düselig. Also verletzt scheint er nicht zu sein. Hat nur Wasser in den Augen. Scheiße. Pyromotion hatte noch in der Halbzeit geschrieben, ohne Ache hättet ihr definitiv mehr Sorgen als jetzt. Der ist eure absolute Lebensversicherung. Oh ja, Bruder. Oh ja. Elon Musk schreibt, normaler Batze-Stream. Doppelpunkt. Ja, ja, ja! Ja, leider nicht so häufig. Noch nicht, aber da verlieren wir den Ball in der gegnerischen Hälfte. Und da geht der Konter über Retten. Hä? Was war denn das jetzt? Sorry, es tut mir leid. Ach so. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Oh, das muss abpfeifen. Ja, das ist in Ordnung, absolut okay. War ein Foul von uns. Naja, nicht... die... Ja. Entschuldigung. Seestadt Fischer hat gerade eben die Finalkarten DFB Post. Dings, nee, dass man sich bewerben konnte. Vor und weg. Hat er erwähnt, da ist mir eingefallen, ich habe mein E-Mail bekommen für die Dings. Nicht geklappt hat. Ich wurde nicht ausgewählt. Der Freistoß kam. Hoch in den 16er. Drangekommen. Versucht. Ich dachte, der Ball ist vorbei. Und dann wird er... ich dachte, der Ball ist vorbei, war aber noch im Feld und dann schlägt ein Lauter raus. Das war sehr knapp. Aber jetzt befindet... Auf der Gegenseite hätte der FCK das um einiges cleverer spielen können, denn das war alles andere als schlau. Also, tut mir leid, wir haben das, da sehen wir nochmal den Freistoß, geköpft. Das war knapp. Ja. Power Metal Bout schreibt, so damn nervous, how are we supposed to handle another 45 minutes? I have no freaking clue, brother. But we will do this and...
Hopefully we will be the lucky ones. Für Promotion meint der Ache, bekommt irgendwie in jedem Spiel was ab, hat schon fast was von einer Seuche. Ja. So, Eckball, rechte Seite. Vollversammlung. Meine Güte, da ist aber wirklich Mann ja, und Schiri Maus. Hat alle zusammen. Ist nochmal hingegangen und hat was gesagt. So, Buchacz. Buchacz, wieder ausgesprochen, ja. Der mit den Stücken. Keeper kommt raus, faustet den Ball weg. Aber noch immer. Der FCK am Drücker. Sehr schön abgeschirmt den Gegenspieler. Auf der rechten Seite kriegen wir den Ball rein. Flanke nicht zweckdienlich. Aus der Distanz einfach mal drauf. Ja, gut. Ja, gut. Jeremy meint, der Himmelmann ist so ein Unsicherheitsfaktor. Ich bin froh, wenn ein Kral zurück ist. Und Jörg Lennart hat gefragt, haben wir nicht irgendeinen anderen Torwart? Ja, wir hätten noch Spalch. Und da habe ich, ich glaube, es war mit Nina drüber gesprochen, dass sie lieber Spalch sehen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob ihm das passiert wäre, aber ja. Pff. Sven meint, Himmelmann ist ein Guter, der hat nur keine Spielpraxis. Mhm. Aber im Abstiegskampf Spielpraxis zu geben, ist halt eine Nummer für sich, ne? Fußballfreak 2004 möchte deinen Tipp für Dortmund-Stuttgart heute Abend hören. Lieber Matze. Der Ball ja, ist raus. Ja, ja. In Dortmund, ne? Das wird hart, das wird sehr hart, aber nicht unmachbar. Und ich glaube, bei der aktuellen Spielweise würde ich auf ein 0:1 für Stuttgart tippen. So, an alle nochmal, damit wir möglichst viele hier zusammen haben. Nach dem Stream, so 20 Minuten, eine halbe Stunde nach Beendigung, poste ich im Community-Tab, deswegen Abo dalassen, die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr das auf jeden Fall mit, den Link für den Discord-Channel von mir. Und da könnt ihr entweder mit Matze zusammen feiern oder einfach über das Spiel trauen. Diskutieren oder trauern. Ja, oder einfach, wenn es unentschieden ausgeht. Spielt Touré eigentlich noch? Ich habe ihn jetzt die ganze Zeit nicht erkannt. Keine Ahnung. Weg mit dem Ball! Rüdiger ist davon überzeugt, dass wir als Sieger vom Platz gehen, nur der FCK. Nur der FCK. Aber der HSV jetzt wieder mit dem Freistoß. Ungefähr, wo ist denn der Ball? Da. Ungefähr 23 Meter von der Grundlinie entfernt, fast zentral vor dem 16er etwas nach links versetzt. Die 8 des HSV wird diesen Ball freigeben, tut er. Daneben. Ja, daneben. Das war gar nicht mal scheiße gedacht. Also die Spielzüge vom HSV, ich erinnere noch mal an dieses diagonal nach hinten reinlegen in den 16er von der Grundlinie aus. Das war teilweise echt eine clevere Art zu spielen, aber nicht aggressiv genug zu Ende durchgezogen. Ein Hamburger Jung kommt dann zum Feiern, hat er gemeint. Jeremy beschwert sich, Ache wird die ganze Zeit gehalten und einmal wird Benes gezogen und dann wird gepfiffen. Tja. Oh, Christian kommt näher in Discord. Ja? Ja. Finde ich cool. Christian Willers schreibt, Matze, kann man mit dir Aufkleber tauschen? Unten in der Beschreibung ist unsere Postanschrift. Moment. Er hat ein Pauli-Logo als Bild. Unten in der Beschreibung, da ist unsere Postanschrift. Da bitte einfach Brief hinschicken mit Stickern, die du gerne tauschen möchtest. Und dazu dann einfach einen vorfrankierten Rückumschlag, also ich brauche ja deine Adresse, mit dazu packen. Dann bekommst du von uns.
Eckball für den HSV, linke Seite. Auf den Kopf, aber keine größere Gefahr, so weit. Und der HSV hat den Ball trotzdem, versucht zu arbeiten, klappt aber nicht, denn Lautern stört ziemlich gut. Jetzt hätten wir vielleicht mal den Raum und die Zeit für den Konter. Ey! Ja, ich wollte gerade sagen, das muss Freistoß geben, denn da reißt der HSV-Spieler den Lautrer mit zu Boden. Was pfeift er denn jetzt? Was pfeift er denn? Das habe ich jetzt... Keine Ahnung. Ich kann halt nicht auf zwei Dinge gleichzeitig achten. Ach so, abseits. Ja, okay, das ist ein anderes Thema. Über das reden wir jetzt nicht. Niemand braucht abseits, das schaffen wir jetzt ab. Aber nur für den FCK, das ist klar. So, Himmelmann kann immer einen Abschlag machen, bis in den 16er des Gegners. Scheißegal. So. Genau, er hätte auch faul entscheiden können. Ah, vielen lieben Dank, TomTom. Ich habe auch versucht. TomTom, danke. Marc-Andres schreibt, lieber Matze, ich finde es mega, euch zuzusehen und Fragen stellen zu können und das Spiel nebenbei zu schauen. Bin seit heute dabei und wenn meine Fortuna nicht parallel spielt, bin ich immer am Start. Das freut mich sehr. Weiter so, ihr zwei. Danke, danke, danke. Und wir versuchen auch tatsächlich immer auf alles eine halbwegs vernünftige, nachvollziehbare Antwort zu finden. Wir versuchen natürlich alles vorzulesen, aber... Es ist manchmal witschen halt auch Sachen uns durch, beziehungsweise Bella. Ja. Pyromotion fragt, wer wird deiner Meinung nach direkt neben Osnabrück absteigen? Ich denke ja, es wird wie... Lauf! Lauf! Mann, was dauert denn das so lang? An der Grundlinie, bring den Ball rein! Ah! Abgewehrt! Fuck! Schon wieder. Komm, bring ihn doch mal rein jetzt! Gelb für uns. Oh ja, 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 nee, nee, da brauchen wir nicht diskutieren. Da will ich nichts kontra hören. Das war vollkommen in Ordnung, gut gesehen vom Unparteiischen. Das muss man leider sagen, es gefällt mir nicht, aber es ist so. Aber die Chance eben war sehr, sehr gut. Über was habe ich vorher gesprochen? Ich habe vorgelesen gehabt. Achso. Von Pyromotion. Wer wird deiner Meinung nach direkt neben Osnabrück absteigen? Ich denke ja, es wird Wiesbaden am Ende treffen nach dem Spiel gestern. Da möchte ich noch nichts dazu sagen, weil wir ganz, ganz übel drin hängen in der Gefahrenzone. Alles klar. Gabriel Zedner fragt, wer wird deutscher Meister? Leverkusen. Kommt, wie die spielen, das ist ja aktuell wirklich ein das ist ja, ich glaube, die haben 40 Spiele jetzt, 40 Pflichtspiele nicht verloren. 40 Pflichtspiele nicht verloren. Sind mit 13 Punkten Vorsprung Erster. Ich glaube, es sind noch 21 zu holen. Also da muss echt, da muss es mit dem Teufel zugehen, wenn das da irgendwie anders kommt. Aber der HSV jetzt erstmal. Ecke. Ich sehe nicht. Ach, da unten. An der Seitenlinie holt sich der HSV den Ball wieder, spielt ihn sich hin und her, möchte... Das klappt nicht. Die Wege sind dicht. Der 16er zwar besetzt. Oh! Das ist mal eine Daneben. Das ist jetzt mal eine Statistik. 170 Ecken getreten vom HSV und nur zwei Tore. Das ist... Wow. Ich beschwere mich manchmal, dass die Standards bei uns scheiße sind. Ja, okay, war abseits, ja. Rüdiger meint, Hauptsache Funkel wechselt nicht Abiyama ein, zumindest nicht heute. Lass sie spielen, Friedhelm. Warten wir mal ab wegen... Warten wir mal ab wegen Touré.
der ja eben die gelbe Karte gesehen hat und nicht nur im Frank, sondern auch euch ja nicht so gefällt. Ja, das gefällt mir. Bring den Ball rein im 16er, quergelegt. Nein! Scheiße! Ja! Ich könnte kotzen. Du hast da einen Eimer stehen. Das hätte das Tor sein müssen, Mann! Aber jetzt nicht eins für uns rein. Nein, 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 nein. Und doch. Nein. Nein. Oh Gott sei Dank. Was passiert da? Doch, er ist dran. Sag ich. Was? Es wird Tor angezeigt. Doch. Nee, nee. Super. Der FCK hätte gerade in Führung gehen können. Mit 1:2. Zwei gigantische Möglichkeiten. Keiner bringt den Ball hinter den Tormann. Einfach unglaublich. Sperrenstark gehalten. Und dann kriegt man halt im Gegenzug das 2:1. Läuft bei uns. Super geil. Ich könnte einfach gerade nur kotzen. Diskussion. Verzählt. Wechsel bei uns, Hanslik. Das kann nicht sein, dass diese zwei Versuche von uns nicht reingehen. Und dann kriegst du einfach direkt im Gegenzug. Und bevor der Ball da kam mit der Kerze, die nicht ordentlich geklärt wurde und was weiß ich, wollte ich noch sagen, ja, wir fangen uns jetzt ein, weil wer so vorne nicht macht, ne? Nee, sorry, also ich bin gerade echt richtig scheiße angepisst. Ich gehe mal im Chat weiter. Ja. Fabian 421 hat geschrieben, das Spiel 60 München gegen Viktoria Köln wird aus Sicherheitsgründen verspätet angepfiffen. Okay. Die Lautsprecheranlage funktioniert infolge einer technischen Störung nicht und es wäre möglich, das Stadion geordnet im Katastrophenfall zu evakuieren. Nein. So, und Achtung, jetzt kriegen wir das 3:1. Hast du rote Generation Lucifer-Sticker? Ich habe sehr viele FCK-Sticker. Wissen wir nicht, würden wir besorgen, wenn wir keine hätten, falls jemand möchte. Ansonsten dürft ihr trotzdem gerne schicken. Nee, sorry, also ich bin gerade echt richtig angepisst. Da kriegst du dieses Scheißleder nicht in die Maschen gepresst, trotz zweier wirklich sehr, sehr guter Chancen. Und dann kriegst du 26 Sekunden später, kriegst du eben
ihn selbst reingedonnert. Klasse, läuft bei uns. Aber... Hamburger Jung meint, gab's früher nicht mal eine Regel, drei Ecken, ein Tor? Was ist daraus geworden? Nimm komm! Mehr ernst. Das, Mann, wir spielen das so inkonsequent! Pyromotion fragt, wenn ihr den Pokal holen würdet, würdet ihr dann nicht nächstes Jahr europäisch spielen, also Europa ja, League? Aber nur, wenn wir ihn holen. Dennis Weber meint, gut, es hat es, die Levener Kusner sind dann müde vom Feiern und dann gewinnen wir der DFB-Pokal gegen die Europa League. Liga Erhalt wäre mir lieber. So, komm. Hm. Natürlich nix. Nein, das wird nix. Das wird nix. Ecke. Dennis, denk dran, wenn du deinen Fernseher kaputt machst, hast du keinen mehr. Er hat gemeint, er könnte vor lauter Wut. Ja, geht mir genauso. The Magnificent Beard TV meint einfach nur noch unfassbar, das kannst du keinem erzählen, ja. Sowas. Ja, Matthias V meint auch, das scheiß umgekickt Leben geht mir auf den Sack. Direkt rausgeklärt, zweiter Versuch. Sven fragt auch, ich kann es nicht verstehen, wieso spielen wir im Pokal super und die Liga nicht. Ja, super. Ich weiß nicht, ob wir wirklich super gespielt haben gegen Saarbrücken. Adam Lauter am Boden. Adam Daris hatte gefragt gehabt wegen den GL-Stickern mit den roten und hat gemeint, er hat gehört, die sind nur für Mitglieder der GL. Ah, das kann sein, ja, wenn du die meinst. Ja, aber trotzdem, wir kennen ja. Nee, dann gibt man die aber nicht weiter. Weiß ich nicht. Macht man nicht. Gibt Sticker, die gibt man nicht weiter. Adam Daris fragt Matze, bist du in der GL, der FY oder der PI? Gar keiner. Wir sind in der CD. Wir sind bei den Drinking Devils. Ja. Ich könnte einfach Scheiße kotzen. Jetzt ohne Witz. Ich bin einfach so angefressen gerade. Berg Magdeburg läuft auch nichts. Bei denen steht es auch noch 0-0. Also Adam Daris, wir haben sehr viele Sticker. Keine Ahnung, es kann sein, dass wir vereinzelt welche haben, dass wir mehrere haben. Also falls du uns welche schicken möchtest, Matze freut sich über jeden Sticker, egal ob wir den jetzt schon zweimal haben oder nicht. Und aber wir haben da keine Übersicht mehr. Wir haben wirklich einen ganzen Stapel, eine ganze Kiste voll, die ab und zu mal verklebt werden oder halt für Eigenbedarf aufgehoben werden. Also falls du uns welche schicken möchtest, Wer muss runter? Wer ist das? Weiß ich nicht. Darfst du uns gerne schicken, so viel wie du möchtest. Im Austausch können wir gerne welche von unseren Stickern schicken. Ansonsten müssen wir gucken, was wir haben. Das ist aber ganz querbeet in der Kiste reingeschmissen. Er musste, glaube ich, nur kurz runter und darf jetzt wieder hoch. Rundstadt war es. Christian Willer schreibt, Rosen sind rot, Veilchen sind blau, es wird Frühling und es verkackt der HSV. Nein, tut er nicht. Wir liegen hinten, Alter.
Alter. Noch 20 Minuten und wir schieben den Ball da hinten rum, als würden wir führen. Ja. Alter. Da sind wir mal an den 16er gekommen, aber Ballverlust. ASV auf links. Falls uns jemand Sticker schicken möchte, ich habe gerade die Adresse reingeschrieben von unserem Postfach. Flanke kam rein, aber abgewehrt vom FCK. Freistoß für uns. Daniel Hoffmann, Hoffmann schreibt, diesen August mit Kids und Frau mit AIDA nach Norwegen gebucht. Ach, scheiße. Mein Sticker würde ich am liebsten vorne auf den Kussmund bappen. Das wäre natürlich sehr cool. Der fällt zwar da nicht auf, aber... Die, nee, aber das geht ums Prinzip, aber ich glaube, das fänden die nicht so lustig. Das würden die gar nicht mitkriegen. Naja, doch wenn da irgendjemand am Boot rumkrabbelt. Am Boot. Ja, das wäre so ein Paddelboot, weißt du? So, kommt. Mit Saugnäpfen an den Füßen und an den Händen. Ja. Gucken. Der hat auch unten geklingelt. Ah, okay, ich hab's nicht gehört. Ich auch nicht, aber wenn es so kurz abgehakt ist, klingelt mal überall. Na, ich höre trotzdem gucken. Verpasst wahrscheinlich nichts. Naja, also es tut mir leid, dass ich gerade so down bin, aber das fuckt mich immer noch so ab. Da hast du zwei derartig krasse Chancen, kriegst den Ball nicht unter und 26 Sekunden später bekommst du ihn selbst reingeknallt. Danke fürs Gespräch, Alter. Und da ist der HSV schon wieder an der Grundlinie, der linken Seite, bekommt aber den Ball fair abgenommen. Und da fault der HSV schon wieder. Um das Spiel zu unterbrechen, damit die Spieler des HSV wieder aufrücken können. Dafür gibt's Gelb. Taktisches Foul, ist auch in Ordnung. Und er weiß nicht warum, Alter. Natürlich weißt du warum, Bruder. Da sind die HSV-Spieler dauerhaft präsent vor unserem Strafraum. Ist das der Ding? Oh, cool. Der HSV auf der linken Seite. Spiel jetzt gerade Alter, das war doch seine Schuld. Ja. Ach. Ach so, nicht wegen dem taktischen gab es eine gelbe Karte für den HSV-Spieler, sondern weil er den Ball nicht geben wollte. Ja, cool. Egal, scheiß drauf. Freistoß, HSV, linke Seite, Ball kommt. Gut. Also, hopp.
Waldemar Gegert schreibt auch, Aitekin pfeift alles gegen Laute. Ja, irgendwie, das habe ich jetzt, das mit Ronstadt gerade, den Freistoß für den HSV, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ronstadt ist mit dem Kopf unten, der Hamburger geht selbst runter, knallt dann dagegen und ja, cool. Pyromotion hofft, dass am letzten Spieltag es für beide nichts mehr geht. Das mache ich als Braunschweiger nicht mit, aber vermutlich wird es leider so kommen. Ja. Boku raus und Stojkovic rein. Raschel raus und Ritter rein. Ritter, der könnte jetzt tatsächlich das Zünglein an der Waage sein, der den Unterschied bringen kann. Hat ja schon das Tor gemacht gegen Saarbrücken und auch gegen Düsseldorf. Dennis Weber schreibt, ich glaube, die schwarzen Trikots sind schlechtes Omen. Siehe KSC und Heut. Naja, gegen den KSC war es eine Katastrophe. Hier ist es ja wirklich noch okay. Matthias V. hat geschrieben, der Rückpass von Tomiak, der zur Ecke führte, war der Auslöser. So geht es nicht, Leute. Alter, das Spiel ist mehr unterbrochen, als dass es gerade läuft. Es tut mir leid. Da fällt der, da liegt der, da spritzt der. Entschuldigung, Waldemar. Gergert. Gergert. Ja, Gergert. Cool, wenn ich jetzt mein Feuer... Mach drauf! Zenitail fragt, kurze Frage, wieso hat er Ache ausgewechselt? Ist das nicht euer bester Mann? Hat er Ache gewechselt? Ja. Das steht in den Sternen, warum? Kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so nachvollziehen. Aber ich hab's auch ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, so aktiv. Weil ich die Leute nicht unterscheiden kann, weil ich die Gesichter nicht erkenne. Ja, also der HSV hat einen Gang zurückgeschaltet und offensichtlich auch der FCK, der jetzt hier einfach mal gesagt hat, okay, wisst ihr was, 2:1, liegen wir hinten, ja, wen stört's, Mann, keine Punkte, wir sind ja nur Tabellen 16. Wen care, wen interessiert's? Nullische fragt, ich verstehe nicht, weshalb der Ritter nicht von Anfang an spielt. Kann ich nichts zu sagen. Keine Ahnung. Keine Ahnung von Taktik. Ich weiß, dass das Runde ins Eckige muss. Ich weiß, was Abfahrt ist. Und ein Mittelkreis. Na, den Mittelkreis finde ich auch noch. Und das Tor auch. Na, siehst du? Am 16 auf der rechten Seite arbeitet sich der FCK rein, aber viel zu viele Gegenspieler. Ball abgenommen und geklärt. Aaron N456 meint, Ritter war kaputt vom Pokal und sollte eine Pause bekommen. Ja. Da. Ach, Killers. Nee, also mir fehlen gerade irgendwie auch groß die Worte. Was soll ich euch erklären, dass da andauernd im Mittelfeld rumgekickt wird und der FCK irgendwie keine Wege findet. Jetzt vielleicht mal über die linke Seite Ball reingebracht. Wir bedanken uns ganz recht. Moment, dann können wir uns gleich doppelt freuen. Ja, jetzt. Wir bedanken uns ganz recht herzlich bei Jörg für 2 Euro. Vielen herzlichen Dank, lieber Jörg. Tolle Arbeit von euch, wenn am Schluss wir doch dann Sieger sind. Punkt, Punkt, Punkt. Hoffen wir es. Vielen, vielen Dank für den Support. Ja. Wissen wir sehr zu schätzen. Danke.
Da war ein Versuch gerade eben von der linken Kiel Seite rein. Hat noch ein Tor geschossen. Ein Versuch von der linken Seite rein, aber der HSV-Keeper springt hoch und holt sich das Leder. Nullische mag den Funkel echt sehr gern, aber die Wechsel von ihm checkt er nicht. Ich bin gerade auch stagniert und resigniert und deprimiert und angeschmiert mit diesem 2:1, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann. Diese 2 Millionen Prozenter, die frustrieren mich natürlich sehr, denn dann würde das natürlich jetzt ganz anders laufen und ganz anders aussehen und da ist der Ball im. Aaron N456 meint, musst dir mal vorstellen, Hanslik, der nur rennen kann, steht im Sturm und ein Stürmer spielt jetzt linker Flügel. Und Granit Xhaka hat gerade seine Beleidigung zurückgezogen. Hast du Angst, dass du zurückbeleidigt wirst? Was hat er denn geschrieben? Lauternschweine. Was machst du dann hier? Hast du kein Zuhause oder was? Finalniederlage und Abstieg, besser kann's nicht laufen. Florian Göbel hat gemeint, so, das war's, ich bleib jetzt bei euch zum kurzen 0:4. Ach du Scheiße. Herzlich willkommen. Ja, bei uns hast du aber auch nicht viel bessere Stimmung, ne? Weil wir liegen jetzt auch 2:1 hinten. Das Wechsel. Wer ist raus, wer ist rein? Tachi ist raus. Und rein kam einer von einer anderen. Abiyama. Philipp, übertreib's nicht. Warum? Moment. Wir bedanken uns bei Philipp. Für 24 Euro. Alter! Und er schreibt weiterkämpfen. Vielen Dank, Alter. Danke, danke, danke. Oh Gott. Wirklich, vielen herzlichen Dank. Das wissen wir enorm zu schätzen. Aber Bella hat's gesagt, ganz ruhig bleiben, immer auf die Finanzen achten. Ne? Aber wirklich, wir freuen uns. Alter. Alter Schwede. Oder junger Norweger. Oder keine junger Ahnung. Holländer. Ja, und da fällt auch gleich das 3:1. Oh, ganz knapp. Das war. Christian Willers schreibt, der FCK ist erstklassig von den Fans. Ihr beide seid sehr sympathisch. Dankeschön. Oh, Granit Xhaka hat sich entschuldigt für seine Beleidigung. Mann, dann. Entschuldigung angenommen. Ja. Zenithel meint, hey, war bei meiner Hertha auch so, haben komplett unerwartet und keine Ahnung wie das Spiel noch gedreht. Ihr schafft das wenigstens ein Unentschiedenes drin. Wenigstens ein Punkt, um es mit den Worten von Frank zu sagen. Aber ich sehe da gerade zu wenig Ambition vom FCK. Und da ist der HSV schon wieder auf der linken Seite. Sagt dran, sagt er. Aber der FCK ist so unsympathisch, da gönnt man es von Herzen den Abstieg. Aber immerhin, er. Ah ja. Rainer Kirschner ist seit 38 Monaten Mitglied. Danke für die Treue. Und ist beim Drinking Devil Supporters Club mit dabei und schreibt, ihr packt es. Abwarten. Aber danke für deine Treue und Stadion Bier natürlich. Gott. Nee, also hopp jetzt. Mach das Spiel mal schnell. Jetzt können wir den Konter ver... Ach komm, da hast du keinen Bock mehr, Mann. Da kriegen wir in der eigenen Hälfte den Ball, spielen das schnell nach vorne, wollen den Konter einleiten und dann wird er sofort unterbunden. Lisanne Parrish Crooks schreibt, es ist einfach eine Frechheit, dass der FCK keine Kooperation oder ähnliches mit dir eingeht. Haben die sich jemals bei dir gemeldet? Ja, ich arbeite ja so teilweise immer wieder mit dem FCK zusammen. Das ist halt keine... nichts Negatives, aber wenn ich dann zum Beispiel beim FCK arbeiten würde oder mit dem tatsächlich zusammenarbeiten würde, könnte ich teilweise... Die könnte kotzen.
Aber im Gegensatz zum Stadionsprecher des FC Saarbrücken ist mir bewusst, dass ich nach außen hin dann meinen Verein repräsentieren muss. Das tue ich ja hier auch, aber in privater Funktion und eben nicht als FCK. Offizieller. Da kann man dann nämlich manche Dinge einfach nicht sagen. Genau, Nina. Du hast recht. Was interessiert mich der? Ich will wissen, was auf dem Feld abgeht, Langer. Was ist das denn überhaupt? Ach du Scheiße. Da hast du einen Freistoß vor den 16er und du machst einfach nichts draus. Nichts. Nichts. Ja. Plus, ja, das gibt nochmal ordentlich Nachspielzeit. Ja, ich rechne jetzt nur. Also ich schätze so 4 Minuten gibt es obendrauf. Aber. Das war's, wir verlieren das Ding. Wenn nicht mit 2-1, sogar mit 3-1. Da, seitdem der HSV nicht mehr so aktiv ist, läuft bei uns auch nicht wirklich mehr was zusammen. Ich bin eigentlich immer sehr optimistisch, aber aktuell sehe ich weder an den Wechseln, nach den Wechseln meine ich, noch noch irgendwie etwas, das ich hier als positives Resultat gerade ziehen könnte. Aaron N456 meint, es ist zum Weinen. Ich habe gerade richtig Angst um den Abstieg. Jetzt 17. Da ja Rostock gewonnen hat, am besten Punkte dort. Osnabrück noch. Komm. Mach keine Übersicht im 16er. Keine Übersicht im 16er! Natürlich war da alles voller Hamburger, aber... Hamburger Jung meint, was Saskia Quelle dank dir schon an Umsatz gemacht hat, ist bestimmt Wahnsinn. Bin durch dich seit 2 Jahren leidenschaftlicher Saskia-Trinker. Würde dir die nur 15% vom Gewinn geben, wäre die Rente safe. Ja, das wäre. Mach! Komm! Oh Mann, das gibt's nicht! Das ist so, wie ich gerade eben gesagt habe, keine Übersicht im 16er, keine, komm. Centurio fragt, wie so gewinnen alle anderen Mannschaften jedes Spiel im Abstiegskampf? Weil Lautern dumm ist. Weil wir eben, ich muss es nochmal erwähnen, das 1:2 hätten erzielen können, aber aus 3 Metern den Ball nur 2-mal an den Tormann geschossen bekommen und dann so unsortiert in der Hintermannschaft sind, dass dann so ein blöder Ball einfach durchgeht und Tomiak auch noch das Abseits aufhebt. Sonst, wenn der einen Schritt weiter vorne gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich nicht gezählt, aber danke fürs Gespräch. Ich habe dann ja die Hoffnung gehabt, dass wir trotz des Rückschlags leicht rangehen. Jetzt hätten wir es. Das ist so unglaublich. Da stürmen wir nach vorne im Konterversuch, legen uns den Ball zu weit vor und der HSV-Spieler kann einfach zwischen rein. Aber jetzt nochmal. Seestadt Fischer schreibt, die Abwehr verliert wieder einmal das Spiel. Der Abstieg ist nicht mehr abzuwenden. Heute lag es mit Sicherheit nicht nur an der Abwehr. Nein. Der Sturm hätte heute mehr Tore schießen müssen.
Abseits. Nullische hat geschrieben, Ritter, Ache, Opoku und Zimmer gefühlt die einzigen, die das mit dem Abstiegskampf merken. Und Ritter sitzt am Anfang auf der Bank, Ache wird ausgewechselt, Zimmer spielt gar nicht. Das nervt so sehr. Das habe ich mich gerade eben auch gefragt, warum Zimmer eigentlich nicht spielt. Fünf Minuten gibt es so rum drauf, wahrscheinlich, wie erwähnt, aber ob wir als Lautra in der Lage sind, den Lucky Punch zu setzen, gerade in der jetzigen Situation... Fünf Minuten. Nina hat auch geschrieben, ich finde es aber auch interessant. Puchatz drückt sich mit dem Ball irgendwie nach vorne durch und es rennt keiner mit, da wird hinterher gejoggt. Ah, Zimmer hat leichte Knieprobleme, hieß es vor der Partie, hat TNAF geschrieben. Dankeschön, das habe ich nicht mitbekommen. Marcel Simon schickt Grüße aus Rostock und meint, Hai sieht ja nicht gut aus. Naja, wenn ihr absteigt, holt ihr euch den Pokal und dann spielt ihr Europa League, erster, dritten Liga. So, komm. Lautern auf der linken Seite am 16er. Ja, Waldemar Gergert schreibt auch, der HSV war heute schlagbar. Ja. Oh Mann! So un... Alter, was war denn das? Ey, ohne Scheiß, den hätte ja sogar ich besser gespielt! Nee, komm, pfeif ab die Scheiße. Funkel hat eine gelbe gekriegt. Ja. Scheißegal, Friedhelm. Ist ja verdient. Also, Enthusiasmus zeigen. Und diese auf dem Platz schon teilweise nicht machen. Das ist... Nee, komm. Das dürfte gewesen sein. Ja, der Chat ist auch ziemlich sauer. Ja, natürlich ist der Chat sauer. Und mit was? Mit Recht? ...6000 Lauter sind vor Ort. So, Endstand bei Nürnberg Kiel 0-4. Scheiße. Elversberg macht ruhig, macht auch gleich Schluss, bei denen steht es 0-0. Kommt. Was pfeift er denn jetzt? Es läuft auch keiner mehr mit, wenn der Ball. Das ist einfach witzlos. Da ist kein Kampf. Ich sehe da keinen Kampf von unserer Mannschaft. Keine Übersicht im 16er, wie ich es jetzt schon mehrfach gesagt habe. Das ist so dieses, ja gut, da pfeift er sowieso gleich. Also
Ey, komm, noch ein Tor, dann hätten wir wenigstens unentschieden. Ja, der Tormann lässt sich jetzt eine halbe Stunde Zeit. Hamburger Jung meint auch, Sieg nehme ich natürlich, aber mit dem Gekicke brauchen wir nicht aufsteigen, da werden wir einmal durchgereicht und wieder runtergeschickt. Ja, Someone denkt, dass wir in die dritte Liga gehen. Die Frage ist, ob der direkte Wiederaufstieg gelingt. Ja, komm. Vergiss es. Nochmal Freistoß für die Gastgeber. Da kann ich mein Schlusswort ja jetzt schon mal anfangen. Der FCK verliert 2:1. Ich denke, es wäre mehr drin gewesen. Zumindest ein Punkt, wenn nicht sogar zwei. Wenn Touré aus 3 Metern bei diesem Doppeltorschuss einfach zweimal genau den Keeper trifft, dann frage ich mich, wie groß ist denn das Tor, dass er genau einen Mann anschießen muss? Also das kann es nicht sein. Und dass wir dann sowas von unorganisiert sind in der Hintermannschaft und dann nach 26 Sekunden halt gleich ich finde es sehr interessant, dass er genau pünktlich beendet, trotz der Unterbrechung, wo er zum Funkel geht, aber es ändert überhaupt nichts dran, es ist scheißegal. Wir verlieren und sind jetzt ganz, ganz, also als wären wir das vorher nicht schon gewesen, ganz tief drin im Abstiegskampf. Und was mich daran einfach ärgert, ist, dass wir gewisse Spielzüge hatten, wo der FCK noch probiert hat, alles nach vorne zu schmeißen, zumindest einzelne Spieler, und die anderen laufen halt einfach gelangweilt nebenher, so nach dem Motto, ja geil, ist ja scheißegal. Und das ist nicht das, was ich im Abstiegskampf sehen will. Das ist, da braucht man Mentalität. Und das sehe ich heute gerade bei manchen, bei den meisten Spielern leider nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, wie wir uns so vorführen lassen teilweise, in der Abwehr, wo wir wirklich teilweise echt sehr, sehr gut gespielt haben, aber dann wiederum waren da Sachen, wo ich mich fragen muss, ja, wo waren wir denn da? Das bedeutet jetzt Tabellenplatz 17 für uns. Ganz, ganz toll. Nächste Woche heißt es dann Greuther Fürth. Yay, da könnte was sein, muss aber nicht. Gegen Wiesbaden sahen wir auch noch nie gut aus. Also, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Aber noch ist nichts vergeben, noch ist nichts beendet. Die Saison läuft noch. Und trotz allem, unterm Strich würde ich sagen, der Sieg war zu 60% verdient. Weil die Chancen, die entstanden sind vom HSV, die waren teilweise nicht schlecht. Aber eben mit den zwei Riesendingern von uns. Und wenn dann halt jemand aus 18 Metern abzieht und das Ding geht rein, ja, dann zwingst du halt das Glück, und das ist bei uns irgendwie teilweise nicht vorhanden. Man hat es gesehen, dass Simon Kala eben genau dieses Glück gezwungen hat, damals beim 2:2 zum Ausgleich, wo er dann auch siegreich am Ende war gegen Osnabrück. Das musst du einfach mal probieren, du musst es machen, aber aktuell habe ich gerade echt den Kanal ziemlich voll. Also ich bin gerade echt ziemlich scheiße drauf. Kannst du nochmal mit dem Discord kurz erklären?
Mir tut es natürlich insbesondere für die rund 6000 mitgereisten FCK-Fans leid, die sich auf diesen weiten, weiten, weiten Weg gemacht haben, um ihre Mannschaft zu unterstützen, alles zu geben. Und das ist ja das Problem. Ich glaube, dass wir mit eine sehr, sehr, also dass wir wirklich eine sehr, sehr gute Fanszene haben in Kaiserslautern. Man sieht 6000 Fans da und ja, oder auch beim, allein beim Public Viewing 17.500 Zuschauer. Und ja, die bringen irgendwie mehr Leidenschaft in den Block als so mancher Spieler eben aufs Grün. Und das ist halt einfach traurig. Ganz ehrlich, es ist traurig und so sollte es meines Erachtens nach kein Stück sein. Und mich ärgert es für Friedhelm Funkel, der ja gekommen ist, um seinen FCK zu unterstützen. Und jetzt ist trotzdem der Punkteschnitt von ihm nicht gerade gut. Und das liegt nicht an ihm, das liegt teilweise, oder das liegt an der Mentalität der Spieler, die ich ja vorhin schon kritisiert habe. Wenn da eine Offensivaktion ist und Lautra stürmt nach vorne und der Rest trabt da irgendwie hinterher, da kannst du halt machen, was du willst, Alter. Cindy Taylor hat geschrieben, Kopf hoch, nächste Woche Vollgas. Ja, genau. Aaron N456 meint Abstieg heißt gleichzeitig auch Puchatz und Ache weg. Ja. Nullischer hat geschrieben, ganz ehrlich, der HSV steigt doch eh nicht auf, wir brauchen den Sieg viel mehr, ey. Ja. Ja, Aaron nochmal, Hanslik bitte nicht mehr einwechseln, bodenlose Leistung von ihm, stand komplett falsch, nicht einen Zweikampf gewonnen und wenn er den Ball gehabt hat, Fehlpässe gespielt. Marcel Simon meint, am letzten Spieltag macht er gegen Braunschweig alles klar. Ja, Fürth ist schlagbar, haben wir in Rostock auch geschafft. Ja, Kleinert hat vor dem Spiel zwar damit gerechnet, aber gegen die hätten wir punkten müssen. Ja. Ja. Und ich verstehe, wie gesagt, immer noch nicht, wie Touré es einfach schafft, zweimal einen Mann anzuschießen. Das ist so das typische Ding, wenn du mit dem Fahrrad fährst und da kommt eine Stange auf dich zu, also du kommst auf eine Stange zu und du denkst dir, da darf ich nicht dran fahren, da darf ich nicht dran fahren und dann fährst du dran. Mr. Muffin schreibt, was soll man sagen? Man hatte die Chancen, aber die muss man machen. Ja. Ja, Happig schreibt, wer einen Hanslik einwechselt, braucht sich nicht wundern. Gegen Fürth Sieg, sonst gehen die Lichter auf dem Berg aus. Ja. Noch ist die Welt nicht komplett untergegangen, aber es wird langsam immer düsterer. Marcel Simon meint noch, ihr seid cool, bin immer gerne auf dem Betz und deshalb werdet ihr bleiben, damit ich nächste Saison wieder zu euch kommen kann. Ja, hoffentlich. Ja, Happy schreibt, Pokal-Endspiele nach Abstieg muss man sich auch nicht mehr anschauen. Ja, Power Metal Bart schreibt, sorry about the result, bro, we have to keep fighting. That's the only thing our fans do, but not our team. I think that, I don't know if you realized it, but Touré, a player of us, had a double chance out of 3 meters and he straightly kicked the ball twice towards the goalkeeper. And after 26 seconds, the HSV scored. So, no, we definitely, if you ask me, we really have to do like everyday training for 5 hours or something, at least. Just to exhaust them and give them more condition for the upcoming games. Timo Schneider schreibt, solche Spiele musst du einfach gewinnen. Es gibt keine Ausreden heute. Hamburg hat uns so viel angeboten. Ja. Und Manuel Cannellori fragt auch, seid ihr auch so enttäuscht? Macht Touré das Tor, fällt das Gegentor nicht? Ich bin so sauer, weil es unnötig war. Ja, exakt das.
Ich bin ebenfalls genau aus diesem Grund sauer. Wenn nämlich das Tor gefallen wäre, dann wäre das Spiel logischerweise anders gelaufen. Ja, ich habe Fußball verstanden, dann merkt ihr, ne? Nee, dass da dann das Ganze gekippt wäre eventuell, da brauchen wir nicht drüber reden, aber was mich einfach mehr ankotzt ist, ich glaube, es war 20 Minuten vor Schluss, wo der Moderator eben erwähnte, ja, der HSV nimmt einen Gang raus. Klar, das können die sich erlauben. Dummerweise haben wir aber keinen Gang zugelegt, sondern einfach nur noch zugeschaut. Und das im Abstiegskampf. Alter, manchmal frage ich mich, ob unsere Jungs wirklich kapieren, um was es hier geht. Die Socke und der Senf schreibt, also Touré versagt, aber Himmelsmann muss auch sicherer werden. Ja, das sowieso. Auch darüber wurde schon mehrfach gesprochen. Da wurde ja gesagt, dass er Spielpraxis braucht, das ist zweifelsohne so, aber das macht man, habe ich auch erwähnt, nicht im Abstiegskampf, nicht in einem Spiel wie diesem. Wir haben immerhin auch noch einen Fall, dann erst die Nummer 3 ist, was ich leider nicht so ganz verstehe, denn ja, man hätte es ihm mal anbieten sollen. Aber hier muss ich jetzt natürlich als jemand sprechen, der das Ganze von weit außen beurteilen muss. Denn ich bin natürlich kein Trainer oder sonst irgendwas, wo das eben jeden Tag auf dem Platz eben sieht. Und da muss das eben von Funkel entschieden werden. Ändert nichts dran, dass mich anpisst. Ja, die Gesamtleistung macht Manuel Cannulori wenigstens Mut. Wir haben ja nicht scheiße gespielt und wir spielen hier gegen einen Aufsteiger, aber es bringt halt nichts, wenn man sich dann solche Chancen rausarbeitet und trotzdem kein Tor trifft. Hausmucke schreibt, es wird immer düsterer, aber wir sind lauter, wir geben niemals auf. Das ist leider... Hallo Marc. Das ist richtig. Er hat auch geschrieben, Kopf hoch, lauter geben niemals auf. Ja, das ist richtig, aber... Ich bin gerade echt... Ja, also ganz viele Kopf hoch jetzt noch. Matthias V. meint, ich glaube nicht, dass alle Männer ein Rotes verstanden haben. Das macht sauer. Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Mich macht es sauer, dass Touré es schafft, einen Tormann anzuschießen, aber nicht das Netz zu treffen. Mich macht sauer, dass man offensichtlich spürt, dass Teile unserer Mannschaft eben nicht kapiert haben, um was es hier verdammt nochmal geht. Aber während ihr noch wenigstens halbwegs zahlreich da seid, nach dem Stream bin ich im Discord. Also wer Bock hat, ich poste hier dann auf Facebook den Discord-Link und da können wir danach ja gemeinsam das den Discord-Link auf YouTube in im Community-Tab. Also Glocke aktivieren, dann bekommt ihr da eine Push-Benachrichtigung. Manuel hat mal der Vereinsbrille, ohne Vereinsbrille den Tabellenrechner bemüht, kam da auf 7 Punkte und Platz 16, allerdings punktgleich mit Platz 15, nur mit einem Tor zu wenig, kommt das euch auch bekannt vor. Mhm. Aber noch Aaron geht sich jetzt verloren. Besaufen. Marcel Simon schreibt, abgestiegen ist man erst, wenn rechnerisch nichts mehr geht und es wird ein Kampf bis zum Schluss. Ja, aber darauf habe ich eben keinen Bock. Natürlich, mir braucht keiner sagen, das zweite Jahr in der zweiten Liga ist immer das Schwerste, bla bla bla, ich kenne die ganzen Phrasen, aber es bleibt halt trotzdem für mich das Problem, dass man zwar ich muss mich halt wiederholen, es tut mir leid. Egal wie ich es jetzt probiere, besser oder schöner oder anders zu sagen. Für mich ist dann halt die Problematik einfach die, dass Spieler von uns nicht verstanden haben, dass es hier um den Abstieg geht in die dritte Liga. Und diese Problematik, dass dann Spieler dann denken so, oh ja gut, okay, war zwar schön hier, aber na, ich war zwar Teil des Abstiegs, aber ich habe alles gegeben. Und tschüss. Das kotzt mich an. Marc fragt, ob deine Trinkbecher auch immer größer werden. Nee, das ist ein ganz normaler Litereimer. Ja. Literbecher. War schon immer ein Liter. Ja,
Lisanne Parrish Crooks meint, schöne Worte bringen nichts, die Realität tut weh. Wir sind eine Fahrstuhlmannschaft geworden, Liga 2 und 3. Ja, jetzt wart mal ab. Also Fahrstuhlmannschaft, weil wir einmal aufgestiegen, also weil wir abgestiegen sind, 4 Jahre zweite Liga, dritte Liga, dann aufgestiegen und es jetzt noch düster aussieht, dann ist das keine Fahrstuhlmannschaft. Fahrstuhlmannschaften, das ist zum Beispiel Köln, wo die ganze Zeit hoch und runter geht, oder Nürnberg, die ja auch andauernd zwischen erster und zweiter Liga gependelt sind. Also noch sind wir nicht so weit. Marc braucht auch so einen Becher, hat er gesagt. Ich bring dir einen mit, Alter. Perfekt für Cola-Bier, sage ich dir. Passt genau ein halber Liter Bier rein, Cola drauf, fertig. Die anderen stehen bestimmt im Partyraum. Das kann gut sein, ja. Bin mir ziemlich sicher. Ja, ja. Wird so sein. Also, der Frust ist bei mir gerade... Oder Pfeffi. Pfeffi mit Sprite. Der Frust ist bei mir gerade wirklich enorm groß. Weil ich glaube wirklich, dass heute mehr hätte drin sein können. Und ich war eigentlich ziemlich gut drauf heute. Bisher. Joseph Williams schreibt, hey Mats and Bella, very disappointed, but hopefully we can find a way this season. But honestly, getting relegated and winning the Pokal at the same time would be the most Kaiserslautern thing ever. Yeah, absolutely true. But to be absolutely honest, I really don't think that we're going to win against Leverkusen because they played 40 games now without any losses. They dominate the first league like... But they're 13 points ahead of the second place, and that I would rather take not getting relegated, so staying in the second league, but losing in the final. Because to be honest, I think both things will happen. But not so far. The season is not over yet. Carlos Svetsch gemeint, was halt am schmerzhaftesten ist, dass wir immer so gut spielen und nah dran sind. Deswegen ist er so frustriert. Ja. Ja, und Manuel hat ja auch geschrieben, eine Fahrstuhlmannschaft sind wir nicht, also mal im Club fahren. Ja, Aaron N456 geht jetzt saufen und grillen. Wünscht trotzdem noch ein schönes Wochenende und sehen uns im nächsten Stream Forza FCK. Forza FCK und trink schön was, aber immer sicher bleiben. Ne? Die Socke und der Senf sagt auch, Freitag, Flutlicht entführt da wieder 3:1 für uns. 6 Tage Zeit sollten nur passen. Schauen wir mal. Dirk Gabert schreibt, hallo Matze, nächste Woche gewinnen wir entführt und einige direkte Konkurrenten verlieren und dann wird es wieder anders aussehen. Na, hoffentlich. 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 Ja, ZHD meint auch, gegen Fürth muss jetzt einfach ein Sieg her, sonst verlieren wir langsam mal den Anschluss. Hatten wir den? Wir waren kurzzeitig auf Tabellenplatz 12 beim Spiel gegen Düsseldorf, wo wir 1-0 vorne lagen, aber 8 Minuten haben gereicht. 8 Minuten, wo wir gepennt haben, haben ausgereicht, um uns kaputt zu machen. Das kann nicht sein. So, dann würde ich sagen, ja. Wir bereiten. Ja, ja, ich wollte auch gerade sagen, ich habe jetzt fertig geraucht und wollte mich dann jetzt auch langsam verabschieden. Also, an alle FCK-Fans da draußen, den Frust, den ihr empfindet, den empfinde ich auch. Vielleicht hilft es, zu wissen, dass es mir genauso geht wie euch. Trotz allem, die Lichter sind noch nicht aus. Trotz all der Problematik, die wir aktuell haben, es ist noch nichts verloren. Und wir müssen hinter unserer Mannschaft stehen, auch wenn es jetzt gerade nach so einem Spiel schwer aussieht. Und jetzt gegen Fürth, ich erinnere mich an ein Spiel, 2-0 hinten, 3-2 gewonnen. Grüße gehen raus an Christian und Nina und die Bella, die im Block stand. Und an die nette Dame am Getränkestand, wo uns dann irgendwann mal zu uns meinte, hey, eure Mannschaft, die gewinnt gerade. Und wir so, ja, wir unterhalten uns aber gerade. Aber ein Bier geht noch. War super cool. Also immer optimistisch bleiben, Kopf oben lassen, wie ihr ganz richtig geschrieben habt. Dementsprechend, wir machen es einfach nur spannend bis zum vorletzten Spieltag.
Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Restsamstag, einen schönen Sonntag. Genießt die Zeit. Ich möchte mich an dieser Stelle von ganzem Herzen bei allen neuen MDM-Army-Mitgliedern bedanken. Bei den ganzen Alten selbstverständlich. Es ist herrlich, dass ihr solch eine Treue zu uns habt. Das wissen wir enorm zu schätzen. An die Drinking Devils Army Supporters Club Mitglieder, ein herzliches Danke für das Stadion Bier. Und das wird immer refinanziert. Das ist versprochen. Das ist... Ihr habt mich dazu verpflichtet. Und an die ganzen Leute, die gespendet haben. Philipp, total übertrieben heute. Egal, ja, auch Matthias V. So viele Namen. Ihr seht sie ja hier. Alle, die per PayPal sich gemeldet haben. Ja, also wirklich, wir wissen euren ganzen Support einfach unglaublich zu schätzen. Und ich muss es jetzt an dieser Stelle mal sagen, für uns ist das immer so surreal, dass Leute uns so supporten in dem, was wir machen. Und das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das ist natürlich auch immer Antrieb, immer besser und immer, ja, immer besseren Content zu produzieren. Und da sind wir immer dran und wir geben dafür immer alles. Und das ist einfach geil. Und ihr seid halt einfach eine richtig coole Community. Ich muss es einfach mal sagen. Ja. Wir haben hier noch 2 Sticker. Oh, oh, ja, ach Gott, vor lauter. Ja, wir haben nämlich von Pascal und Sascha Sticker zugeschickt bekommen. Haben wir vom hier? TV Echterding. Ich habe zwar den Namen noch nie gehört, aber ich finde deren Logo ziemlich stylisch. Also ja. Schaut euch das nochmal an. Warte mal, wie sieht man es vielleicht besser? Ich halte jetzt einfach mal beide. Ja, sieht man. Das sieht sau cool aus. Da haben wir uns sehr gefreut. Wirklich vielen, vielen Dank. Und an die ganzen Leute, die wir haben mir noch auch, Postkarten, aber die uns auch Sticker im Stadion oft geben, wo wir uns natürlich auch drüber freuen. Da muss ich mir echt was einfallen lassen, wie ich das mache, weil, ich krieg's immer gesagt, dann rede ich mir's ein. Ich bete mir das gebetsmühlenartig im Kopf vor. Okay, der Name, der Verein, der Name, und dann vergesse ich's wieder. Aber. Na, liebe Grüße an meine Schwestern. Ich will nicht auf den Fotos rumtatschen. Das sind Postkarten. Ich hab's ja ausgedruckt, weil die hatten keine. Hier wunderschöne Postkarten, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid. Mit einem riesigen Text von mir. Da steht nicht drauf, ah, liebe Grüße von uns. Da steht drauf, ja, das Wetter ist geil und... Also wenn ja, ihr mal irgendwo im Urlaub seid und kurzzeitig an uns denkt, fühlt euch herzlich eingeladen, uns Postkarten zu schicken. Dankeschön. Denn wir sammeln die und freuen uns da wirklich drüber. Ja, also, ich schicke mir sogar selber Postkarten. Genau. Ich finde das voll cool. Also egal, wo ihr unterwegs seid, da freuen wir uns enorm. Wollte ich an dieser Stelle auch, weil es gerade anbietet, sagen. So, nochmal. In ungefähr 20 Minuten, genau, halbe Stunde. Genau, es warten schon einige, hat Sven geschrieben. Okay, wunderbar. 20 Minuten, halbe Stunde sind wir dann im Discord online. Ich poste das hier auf YouTube Community Tab. Damit ihr das nicht verpasst, einfach die Glocke aktivieren. Dann gibt es eine Push-Benachrichtigung. Und wir schaffen das. Wir als Lautra. Wir haben schon so viele unmögliche Dinge möglich gemacht. Und oftmals war es oben an der Tabelle. Jetzt ist es halt unten an der Tabelle. Aber wir kriegen das hin. Wir müssen zu unserer Mannschaft stehen und für unsere Mannschaft da sein. Egal ob gegen Wiesbaden oder beim Heimspiel dann gegen Magdeburg oder was. Seid da, gebt Gas, unterstützt das Team. Und zeigt ihnen, dass sie nicht alleine sind in so einer bösen Situation, dann kriegen wir das hin. Ich glaube an uns. Ja. Gut. Dann habt noch einen schönen Restsamstag, einen schönen Sonntag, genießt die Zeit. Bei dem Wetter. Ja, viel zu warm. Und genießt die Zeit und ich würde sagen, nächste Woche sehen wir uns dann schon wieder hier von dieser Stelle, von der Couch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und Prost.